Hallo und herzlich willkommen zu Quopcast 63, dem Quopcast, wo einige Leute mir wieder geschrieben hatten, hey, mach doch mal wieder sowas wie die Quop Nights, wo Leute anrufen können, also kein bestimmtes Thema, sondern einfach drauf los. Und das habe ich dann gemacht und dann saß ich hier 20 Minuten und niemand hat angerufen. Also guckt euch das Drama an, nachher rufen tatsächlich vielen Dank an Dennis, an Oliver und an Even, bitteschön, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und dann riefen tatsächlich doch welche an. Und dann gab es einige interessante Themen. Aber 20 Minuten habt ihr mich hängen lassen. Danke, ich werde es euch nie vergessen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum, ich habe keine Ahnung, wie viel ein Quopcast, ich habe nicht auf die Webseite geguckt, das könnte ich mal eben tun, nee, mache ich jetzt nicht, sonst verbase ich wieder alles. Und weil ich so viele Zuschriften bekommen habe, die gesagt haben, hey, mach doch mal wieder sowas wie Quop Night. Und das kurz erklärt, Quop Night ist die Geschichte, wo wir nur 100% Call-In machen, sprich wir laden keine Gäste ein, wir haben keine Themen vorbereitet, sondern ihr da draußen, ihr seid die Leute, die sich bei uns einwählen in Skype. Ihr kennt die Geschichte, auf der Quop-Webseite gibt es eben diesen netten Button Skype-Call-In, da tragt euch ein, ich rufe euch an und wir reden zusammen über irgendwas oder ihr redet und ich höre es zu, denn genau darum geht's. Bespaßung für mich ausnahmsweise mal und da sich das so viele gewünscht haben, hoffe ich mal, dass tatsächlich auch so viele da sind, die heute mitreden wollen, weil... Ihr kennt das ja, bei der Geschichte, da passiert halt nichts, wenn ihr nicht da seid. Ne? Das heißt, wenn ihr nicht da seid, ist nach 10 Minuten Schluss. Das ist keine Drohung, das ist einfach ein Versprechen für mich, dass ich dann schön in den Sonnenuntergang reiten kann. Und der ist ja auch heute schön. Heute ist tatsächlich mal ein schöner Sommertag. So, also, ihr kennt die Geschichte. Quop-Webseite, oben Navigation, Skype-Call-In. Da eintragen, Skype-Namen, euren echten Namen, worüber ihr mit mir reden wollt. Und dann gucke ich regelmäßig nach. So. Und erfahrungsgemäß dauert das dann so 5 Minuten oder auch noch viel länger, bis dann irgendwas passiert. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Da könnte ich jetzt mal wieder diese übliche Litanei loslassen, dass das ja eigentlich von uns damals so geplant war, dass wir, ne, ich möchte nicht das Wort interaktiv benutzen, aber es war auf jeden Fall ein Format machen wollten, wo es um Beteiligung geht. Also wo nicht wir einfach uns nur stammtischmäßig hinsetzen und mit euch und über irgendwas reden und ihr hört zu, sondern dass ihr auch euren Senf dazu beitragen könnt und in letzter Zeit wird es immer weniger. Wir haben zwar immer wieder einige Leute dabei, die auch echt wirklich richtig gute Sachen dazu beitragen, aber im Großen und Ganzen stelle ich immer wieder fest, und das ja nicht nur jetzt bei Quop, sondern auch vorher bei anderen Projekten schon, dass diese vielgerühmte Interaktivität doch eigentlich nur was für 2, 3 Leute zu sein scheint. Der Rest sitzt einfach auf der faulen Haut und möchte sich einfach berieseln lassen. Und jetzt kommt mir nicht mit, wir sind doch so schüchtern und ach, ich traue mich nicht und mit Skype und Webcam braucht er ja alles gar nicht. Also die Stimme reicht ja und sprechen können wir ja alle irgendwie, das ist ja alles gar nicht schlimm. Ich stammel mir ja auch eins zurecht. So, und apropos stammeln, dann gucken wir mal, wer schon eingetragen ist. Und wenn da niemand eingetragen ist, so wie es jetzt der Fall ist, dann rede ich noch ein paar Minuten weiter. Das ist so undankbar. Ich könnte auch einfach lustige Soundeffekte spielen, das ist auch toll. Ich könnte zum Beispiel, dieses lustige Geräusch. Aber die Themen sind ja auch eigentlich abgefrühstückt. Ne? Wir haben über die Xbox bis zum Access geredet, wir haben über die PlayStation geredet, aber es gibt ja auch noch andere Themen, über die wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, für die ich mich vielleicht auch nur so am Rande interessiere. Aber wir hatten auch ja mal eine Quop Night, da ging es dann um Delfine. Und Delfine sind jetzt nicht so mein Thema, aber das war durchaus interessant. Und vor allen Dingen, wo das Gespräch danach irgendwo gelandet ist, das kam dann nachher noch durch zu irgendwelchen Star Trek-Sachen und was weiß ich nicht alles. Also so muss das sein. Also Skype aufmachen, anrufen und dann... Gehe ich ran. Kennt ihr diese komischen Radiomoderatoren aus dem Amerika, der. Hallo, reicht, einmal reicht. Der 50er, 60er und 70er, die immer irgendwelche dämlichen Soundeffekte gespielt haben. Das könnte man auch mal permanent so machen. Also immer, wenn irgendwas ist, einfach hier, ne? Wo ist denn der Seehund? Da ist er. Passend und unpassend Soundeffekte. So, 5 Minuten gebe ich euch noch. Dann drücke ich den Hot-Button und hier ist Schluss. So muss das summen. Ja. Was? Was rede ich denn da? Wir warten noch. Wir lehnen uns entspannt zurück und trinken dabei was. Mm-mm.
Nee, Alleinunterhalter mache ich nicht. Im Chat kommt nämlich gerade schon, haha, Micha, der Alleinunterhalter. Nee, das mache ich nur auf Kindergeburtstagen und irgendwelchen Familienfeiern, wo man mich dann buchen kann. Und dann, aber nicht hier. Hier sollt ihr das Thema sein und wenn nicht, ist auch ganz schnell vorbei. Und ich habe es ja sogar vorher noch angekündigt, aber okay, es ist Sommer draußen, es ist schönes Wetter, alle Leute sind beim Grillen oder sonst irgendwas. Erbarmt sich doch einer, sonst ist die ganze Sache doch witzlos. 19.06 Uhr und keiner ruft an. Das ist so schlimm. Und jetzt kommt Spreiselbärle in den Chat. Und Spreiselbärle ist ja normalerweise einer, der dann gerne mal ein Thema aus seinen Ärmeln schüttelt und anruft. Der natürlich dann erstmal auch wieder seinen Skype-Namen falsch einträgt. Und das ja eigentlich jedes Mal. Dann muss ich ihn dann wieder ermahnen. Hallo, bitteschön, nochmal den richtigen Namen eintragen. Und dann klappt es dann irgendwann. Mal gucken, ob es jetzt diesmal auch klappt. Genau, und jetzt kommt direkt, Spreiselbärle hat den Chatraum verlassen. Super. Ja, ich soll noch 20 Minuten durchhalten, schreibt Oliver. Dann ruft er an. Zwischendurch muss er jetzt leider mal weg. Nee, 20 Minuten halte ich bestimmt nicht durch, weil das ist mir dann doch zu langweilig. Es will niemand. Das ist auch cool. Das ist auch mal neu. Das lässt mich dann wieder drüber nachdenken, ob wir vielleicht dann doch eine längere Pause zwischen solchen Sachen machen sollten. Also, dass ein wöchentlicher Quapcast vielleicht in Sachen Interaktivität doch nicht so gewünscht ist, sondern dass man einfach sagt, okay, wir wissen nicht, was wir regelmäßig sagen sollen, deshalb, wenn es nur einmal im Monat wäre, ist es vielleicht interessanter, dann haben sich auch mehr Themen gesammelt, weiß ich auch eher, was ich sagen soll, und dann traue ich mich vielleicht eher. Dann hat man einen Monat Zeit, um sie darauf vorzubereiten. Aber und Spreiselbärle schreibt, er kann nicht, er muss arbeiten. Das ist ja unglaublich. Und jetzt schwimmen mir hier die letzten Fälle weg. 19.08 Uhr. Jetzt weiß ich, wie sich Moderatoren von Sendungen fühlen, die keiner hört. Und Severin meckert, dass der Stream nur vor sich hinruckelt. Ja, du musst ja auch mal deine Leitung freischaufeln, denn seit letzter Woche senden wir ja mit der doppelten Bandbreite. Ne? Also nicht mehr hier so ein kleiner Pizzle-Stream, sondern kein HD, aber immerhin, weiß ich gar nicht, wie viel das war, 1,5 Kilobit oder so. Das ist ja schon mal was. Ne, 1,5 Megabit. Megabit. Kilobit wäre ein bisschen blöd. Können ja auch direkt vom Handy aus senden oder die beiden Joghurtbecher mit der Strippe. Das bringt es ja dann auch immer. Ja. Ich kann euch auch so ein Buch vorlesen, das ich gerade lese. Allerdings ist es auf Englisch und wenn ich Englisch spreche, dann ist das noch viel schlimmer, als wenn ich Deutsch spreche. Also lasse ich das lieber, aber ich kann euch davon erzählen. Ich bin ja, wie der Kollege Carsten, auch so ein bekennender, nennen wir es einfach mal Horrorfilm-Fan. Und in den nächsten Wochen kommt ein neuer Film. Ich weiß gar nicht, ob der auch in Deutschland jetzt schon anläuft oder ob der nur in den Staaten anläuft. Der nennt sich The Conjurer oder The Conjuring, ich weiß, bin nicht genau, Conjuring, glaube ich. Und handelt so üblich von so einem, von Geistern, Schrägstrich, Dämonen, Schrägstrich, was weiß ich nicht, besessenem Haus mit irgendwelchen Para-Wissenschaftlern, die da hingehen und das Ganze dann versuchen zu erforschen. Was angeblich auf einem, wie immer, wahren Fall basieren soll. Und zwar auf den, ich nenne sie jetzt mal Geisterjäger Ed und Lorraine Warren. Und von den beiden gibt es einige Bücher, wo sie dann ihre Jahrzehnte dauernde Karriere beschreiben. Da habe ich mir jetzt tatsächlich zwei bestellt und eins lese ich gerade. Und das ist tatsächlich ganz schön spooky, wenn man denn auch nur irgendwo in einem Funken seines Gehirns annimmt, dass sie tatsächlich ihre Erlebnisse aufschreiben. Ob das jetzt tatsächlich alles so ist, was die da befürchten, was es denn sein könnte, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist das verdammt spannend. Also es ist echt schon sehr krass. Und wenn man dann alleine im Dunkeln irgendwo sitzt und das Buch liest und jetzt kommt wieder irgendein Klugscheißer und sagt, aber im Dunkeln kannst du doch gar nicht lesen. Doch, ich habe ein E-Book wieder mit Licht. So geht das. Nee, dann ist das echt unheimlich, unglaublich. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ein Buch, das eigentlich eine ganz normale Beschreibung von irgendwelchen Gefällen und Gesprächen so ist, dass das so unheimlich sein kann. Hätte ich nie gedacht. Es ruft immer noch niemand an. 19.10 Uhr haben wir jetzt. Die Uhr seht ihr hinter mir. Das ist so ein bisschen so Selbstkasteien. Ne? Man redet weiter, solange, bis man nicht mehr kann, bis einem nichts mehr einfällt. Und dann weiß man echt nicht mehr, wo es lang geht.
wo man den Satz angefangen hat und wie man er am besten aufhört. Ja, genau, wie wär's denn als Thema den guten Herrn Snowden? Natürlich gerne, nur was soll ich dazu reden? Ihr sollt die Themen anschleppen und ihr sollt darüber reden und dann lasse ich mich gerne auf irgendwelche Gespräche ein, aber ich kann da nicht alles runterleihen, weil ich habe da ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Ich muss dann immer wieder sagen, okay, Herr Snowden als Person mal außen vor gelassen, aber diese ganze Geschichte mit dem Abhören, ich meine, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Netz und ich verdiene auch mein Geld damit, aber ab irgendeinem Punkt habe ich da überhaupt keine Ahnung davon. Ich bastel Webseiten, ich bastel Web-Apps und sowas, aber wenn es dann um irgendwelche Protokolle geht und sowas und wo man da am besten ansetzt und was sie da genau gemacht haben mit dem Abhören und wie das technisch geht und was man dagegen machen kann, wow, dann habe ich echt nur das große Fragezeichen im Kopf und überhaupt keine Ahnung. Ja. Überraschenderweise Call-In-Sendung sehe ich gerade von Hackbart im Chat. Das ist nicht überraschend. Es gibt diese lustigen Social-Media-Plattformen, nennen sich Twitter, Facebook, Google+, und wie sie nicht alle heißen. Und genau da wurde es, ich glaube, gestern bereits angekündigt, dass tatsächlich wir heute mal sowas machen, weil ich so viele Zuschriften bekomme. Und das ärgert mich dann natürlich auch ein bisschen, wenn ich wirklich, und das waren gar nicht so wenige, Zuschriften in den letzten Wochen bekommen habe. Und dann möchte niemand, also ich meine, vielleicht ist es ja auch für viele interessant, die sagen, mach das doch mal wieder. Und sie hören aber lieber zu und wollen nicht gerne anrufen. Kann ich ja alles verstehen. Aber es funktioniert ja nur, wenn Leute anrufen. Ne? So, jetzt geht's aber langsam nicht mehr hier. Da werden die Lippen auch so trocken und dann, ne, dann klebt das alles so. Dann geht das gar nicht mehr. 12:00. 3 Minuten habt ihr noch. Das ist der letzte Countdown. Und dann werde ich nie wieder ein Wort mit euch sprechen. Nie wieder. Ich werde nie wieder tolle Gäste raussuchen. Nie wieder. Dann bin ich erstmal beleidigt wochenlang. Und werde mir überlegen, warum ich das hier eigentlich gemacht habe. Ja. Warten wir noch ein bisschen. Oh, das ist ein schönes Thema. Siehst du, da hat sich doch tatsächlich mal jemand eingetragen. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob es klappt. Ist ja immer wieder spannend. Mit jeder Aktualisierung von Skype funktioniert hier irgendwas nicht. Das ist... Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Und jetzt müsste man noch was hören. Hallo. Hallo, hört man mich? Natürlich hört man dich. Hallo, Wampe. Ja, schlimm, oder? Was denn schlimm, dass man dich hört? Ja, wahrscheinlich. Das sind ja so Gründe, wofür die Genfer Konvention damals ins Leben gerufen wurde. Aha. Ich finde es nur irritierend, dass jetzt auf meinem Smartphone noch der Anruf durchklingelt. Kannst egal. Du auch noch angehen, dann haben wir ein Gespräch zu dritt. Quasi. Da hast mich im Doppelpack, mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ich nehme ja auch immer 2 Stühle mindestens ein im Kino oder so. Von daher... Du meinst, du willst deinem Namen alle Ehre machen, Wampe, aber da stimmt's ja gar nicht. Ich habe dich ja letztens gesehen und du bist ja eher so ein Hering, ne? Naja, Hering würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, also im Vergleich zu mir schlanken Persönlichkeit bist du aber sowas von Hering. Ich meine, ich kann natürlich jetzt meine Rückzahlung für eine Abrechnung für, was war das, Heizkostenabrechnung, kann ich natürlich jetzt in Kinder, in Schokolade investieren. Dann können wir die ja gerne gemeinsam naschen. Wie hat sie denn geschmeckt eigentlich? Die hat sehr geschmeckt. Die habe ich auch relativ zeitnah verdrückt. Das ist sehr gut. Der andere Dennis, der weiß ja, dass ich das gerne esse. Insofern vielen, vielen Dank. So, du wolltest aber tatsächlich über diese Mitmachgesellschaft reden, ne? Unter anderem, weil ich finde das eigentlich ein interessanter Punkt, also dass du das eben so angesprochen hast, da zeigt sich generell, weil ja auch andere Formate, die auch so, sei Skype-Call-Ins oder sonst irgendwelche Mitmachgeschichten fahren, also da Leute zu begeistern, dass die aktiv dann hier mit einsteigen, das ist echt schwierig. Also da scheint die Tendenz wirklich rückläufig zu sein. Naja, die Tendenz rückläufig würde ich nicht sagen. Aber ich meine, gut, ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon seit etwas längerer Zeit, also mit diversen Arbeitgebern im Vorfeld schon. Und es ist immer so gewesen, du hast eine Handvoll Leute, die konntest du da wirklich mit begeistern, die haben tatsächlich gesagt, hey, wir wollen diese, ich finde dieses
Wort Interaktivität immer so furchtbar, aber wir wollen da in irgendeiner Form uns einbringen und am besten auch noch live. Aber die konntest du wirklich an einer Hand abzählen. Und wenn die mal alle krank gewesen sind, im Urlaub waren oder das Netz zusammengebrochen ist, dann war es das. Ne? Du hast dann zwar irgendwie Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende Zuschauer gehabt, und damit meine ich jetzt nicht den Quapcast, aber die Leute, die wirklich Interaktivität haben wollen, die sind immer ganz, ganz wenige gewesen. Ich finde das jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber ich finde es tatsächlich immer wieder ernüchternd, wenn man dann tatsächlich versucht, auf sowas zu setzen. Und ich dachte gerade, bei so einem speziellen Format, wie wir es ja machen, haben wir wirklich die ganzen Geeks dabei, die da Bock drauf haben. Aber anscheinend ist auch hier der Prozentsatz der Leute, die sagen, oh Gott, über was sollen wir denn reden? Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich will lieber irgendwo nebenbei mich berieseln lassen. Einfach größer. Kann ich aber auch verstehen. Also würde ich wahrscheinlich genauso machen. Und es gibt ja auch verschiedene Formen des Mitmachens. Also ich denke mal hier so, Chat ist die einfachste Geschichte. Den kann man auch noch nebenbei laufen lassen. Wenn man mal irgendwas Interessantes sieht, postet man irgendwas. Da muss man nicht großartig sich anstrengen. Da muss man nicht über den eigenen Schatten springen und irgendwo anrufen und seine Stimme der Welt irgendwo oder vielleicht sogar noch das Bild irgendwo offenbaren. Das kann ich alles schon verstehen. Aber ist trotzdem schade, oder? Ich finde es schon schade irgendwie. Also für mich, meiner Ansicht nach, ist halt auf jeden Fall so ein Zeichen, dass, also ich kann auch zum einen nachvollziehen, dass viele dann wahrscheinlich, ich sag mal, der typische Konsument ist, gell, der lieber einfach nur zuhören will, der dir an den Lippen ablesen will und einfach nur auf der Couch so, oh, der Schlieber redet, oh, ist das schön, gell. Mhm. Zum einen mal das jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine Art Verbundenheit dann zu dem Format oder dem Konzept ist, dass man sich da einbringt, eben durch solche Call-ins, hat man auch in, ja, genau, bereit ist, sei es jetzt Stimme, als auch seine Hackfresse in die Kamera zu halten und nach außen hin zu präsentieren, mhm, beispielsweise. Finde ich aber ja alles gar nicht so schlimm, ne? Also ich meine, klar, natürlich ist es Überwindung, gerade wenn wir sagen, wir haben kein Thema und bitte bringt euch ein, aber es ist ja nicht wirklich so schlimm, ne? Es ist ja nicht so, dass irgendeiner von uns jetzt hier steht und mit der Peitsche irgendwo die Leute dann direkt schlägt, wenn sie irgendein Thema bringen, das jetzt nicht hochintellektuell ist oder nicht das übliche Geek-Thema ist über irgendwelche Games und Technik oder sonst irgendwas. Also habe ich gar kein Problem mit. Aber es stimmt, also es ist schon schade. Und das mit der Verbundenheit finde ich natürlich schön, ne? Wenn du dich jetzt dazu erbarmt hast, hier anzurufen, um mich nicht so hängen zu lassen. Wobei ich da auch kein Problem mit gehabt hätte, jetzt dann Feierabend zu machen, wäre auch naja, schön gewesen. Also, das war ja kein Erbarmen. Das war erstmal, ich wollte den anderen die Chance geben und zum anderen, das ist einfach Loyalität, gell? Siehst du, genau. Und das rechne ich dir hoch an, aber irgendwann ist es ja schade, ne? Sind wir wieder bei diesen 3 bis 5 Personen, die ich so meinte, die wirklich loyal dabei sind und so eine Interaktivität auch mögen. Und der Rest, und es sind ja tatsächlich gar nicht so wenige, die den Podcast hören. Live sind es nicht viele, das muss man auch immer wieder sagen. Live haben wir tatsächlich ja nur auch so eine Hand, also 2 Hände voll, sagen wir mal, ne? Und ich fände es schön. Also ich meine, das lebt ja auch davon, dass man mitmachen kann, dass man uns tatsächlich mal eben die Watschen geben kann und jetzt, ihr redet Mist oder oh, den Punkt habt ihr nicht berücksichtigt. Wo kann man das schon, ne? Ja, oder das berühmte gefährliche Halbwissen bei euch. Nicht nur bei uns, bei allen anderen auch, aber natürlich, das ist tatsächlich überall so. Oh, nenne ich überall, also bei diesen großen Redaktionen, die dann alles von A bis Z recherchieren, hast du das natürlich weniger. Aber vielleicht ist genau das, was die Leute sehen wollen oder hören wollen. Vielleicht ist dieses spontane Stammtisch-Sabbeln und dann auch noch sich selber einbringen. Wie ist aber denn deine Haltung beispielsweise zu Google Hangouts? Weil wenn ich teilweise sehe, na gut, Google ist standardmäßig limitiert auf 10 Leute, aber so viele Hangouts sind ja eigentlich immer recht gut befüllt. Also, ja, aber die haben ja auch meistens dann, da gibt es ja auch tatsächlich einen Grund. Also, da sagt ja keiner spontan, so, jetzt reden wir mal über irgendwas. Sondern meistens finden Hangouts ja statt, weil sich vorher Leute in irgendeiner Form schon organisiert haben, gesagt haben, okay, heute machen wir unseren, was weiß ich nicht, Hangout über das Thema hier Prism und NSA und was weiß ich nicht alles. Und wir werden abgehört. Und dann hat ja natürlich jeder eine Meinung und will da vielleicht auch irgendwas zu sagen. Und die anderen Hangouts, die dann wirklich so spontan sind und zusammengekommen sind, die will man ja als Außenstehender vielleicht gar nicht großartig hören, ne? Das sind ja eher so die Sachen, die wirklich so, okay, da kommen dann auch mal Gesprächspausen von 1/4 Stunde so ungefähr. Oder jedes dritte Wort ist, worüber können wir denn jetzt noch reden und so. Das ist ja auch nicht so wirklich spannend. Ja, so, jetzt habe ich im Chat gerade auch noch Severin wieder total verwirrt, weil er sich mich mit Peitsche vorstellt. Da ist der Abend auch gelaufen. Nee, ist ja ein Ziel doch erreicht. Der ist einfach nur reconnected.
Würdest du denn generell jetzt irgendwo, also oder anders, ich weiß, du hörst dir mehrere Formate, Podcast, Livecast und so an. Bist du da so jemand, der da sagt, okay, ich würde primär die anhören, bei denen es auch irgendeine Form der Interaktion gibt? Oder sagst du, ich lass mich einfach nur berieseln nebenbei, weil ich die Typen so nett finde? Da habe ich ja eigentlich beide Kategorien bei mir vertreten in den Playlisten. Also sowohl, sei es jetzt hier das oder wo sonst irgendwelche Interaktion. Ich sag mal, jetzt müsste man natürlich loslegen damit, dass man definiert, was ist Interaktion. Sei es jetzt diese Live-Interaktion, quasi wie wir jetzt im Dialog sind und uns direkt unterhalten können. Oder wie es zum Beispiel ja auf Google, ach Quatsch, auf YouTube durch Kommentare, als auch über Oldschool, müssen wir ja heute fast schon sagen, über Webseiten. Mhm. Ja, wenn ich ja einfach nur mal beispielsweise Severin mit Backup als Beispiel nennen darf, wo man ja viel über Kommentare, also über die Backup-Seite in Kontakt stehen kann zum Beispiel. Mhm. Nö, also ich würde da das jetzt nicht als Kriterium sehen, ob das für mich jetzt ein Format gut ist oder nicht, weil viele Podcasts ja eigentlich auch rein einseitig eigentlich aufgebaut sind doch. Der klassische Podcast ist natürlich eher so wie das normale Radioformat, das vielleicht am besten sogar im stillen Kämmerchen vorproduziert wird und dann irgendwann einfach nur in die Öffentlichkeit gepusht wird, ne? Zum Beispiel. Mhm. Also das wäre für mich jetzt kein Kriterium, um A zu urteilen, das ist ein gutes Format oder dass ich jetzt eher dahin gehe oder dahin gehe. Aber ich sag mal, gerade die meisten Podcast-Formate finde ich immer sehr willkommen, wenn ich zum Beispiel spüle. Das ist dann immer toll. Ich habe so die Angewohnheit, so einmal die Woche nur zu spülen. Dann ist das schön hier zum Beispiel freitags ab, frisch ins Wochenende. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Abwasch. Oder das dauert so circa 1,5 Stunden. Und dann putschen und wischen wir mal die Tellerplank. Und dabei hören wir dann irgendwelche Podcasts, die gerade abgreifbar sind. Aber da hörst du dann nicht die Livecasts, sondern da machst du dann primär die schon irgendwo aufgezeichnet zum Download sind, oder? Naja, ich hatte schon mal, ich glaube, das war der vorletzte von dir hier, wo ich dann parallel auch in der Küche gekocht habe. Sehr gut. das war ja schon gegeben, aber da war dann auch keine große Interaktion meinerseits gegeben im Chat, muss ich ja dann schon zugeben. Nö, ist ja okay, ist ja auch, das sagte ich ja, ist auch nicht jedermanns Sache und ist ja auch kein Muss, dass man immer und überall dabei ist, aber es ist nur schon ein elementarer, speziell jetzt von uns ein elementarer Bestandteil und das habe ich ja zwischendurch immer mal angemerkt, ich fände es eigentlich schön, wenn da mehr kommen würde, ne? Um vielleicht auch mal nicht mehr drumherum zu reden, meine Ansicht ist da dieselbe. Also ich würde mich auch drüber freuen, jetzt sind da 1000 Leute auf einmal kommen, aber vielleicht mehr Beteiligung. Okay, jetzt, ich glaube, ich war mich gerade mit dem Chat unbeliebt. Warum? Aber ja, quasi alle, ihr seid böse. Seid alles. Naja, böse alles ist es ja nicht. Und beim Chat ist es ja tatsächlich auch noch so, da muss man ja wirklich auch denen noch zugestehen. Das sind wenigstens die Leute, die sagen, okay, wir möchten unmittelbar irgendwas dazu beitragen können. Und wenn sie halt eben nur irgendwelche Kommentare machen, ich meine, hier kommen tatsächlich schon Themenvorschläge, dass hier so jemand wie Warwolf schreibt, wir könnten den Dr. Who-Laberabend machen oder über irgendwelche anderen Serien. Von mir aus gerne, überhaupt kein Thema. Passt schon alles. Ja, aber die stillen Hörer, die, na gut, jetzt muss man auch fairerweise sagen, nicht jeder hat am Donnerstag um 19 Uhr Zeit, ne? Also es gibt ja wahrscheinlich genug Leute, die sagen, hey, ich würde gerne mal live dabei sein, aber da bin ich noch gar nicht zu Hause oder da muss ich das machen, da muss ich mit dem Hund raus, da muss ich das Essen kochen, da muss ich aufs Kind aufpassen oder da muss ich arbeiten, was noch viel schlimmer ist. Ja. Ich muss aber zugeben, beinahe wäre ich gar nicht hier gewesen, weil ich am liebsten sogar heute ins Kino gegangen wäre, weil ja heute ich einfach unverbesserlich 2 ins Kino gekommen ist. Ja, den muss ich auch unbedingt sehen. Aber so was von, der erste Teil war ja mein Lieblingsfilm 2010 überhaupt. Das war der Burner schlechthin und ich freue mich jetzt schon die ganze, ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich irgend so ein Making-of vorher gesehen habe. Ja, aber es ist doch bei dem Film wurscht. Also man, es ist ja eh nicht so, dass der, also der letzte, der erste ja auch nicht, der war jetzt ja auch nicht der Film mit den großen Wendungen und Überraschen, sondern es ist ja eigentlich eine ziemlich klare Geschichte. Man weiß, wo es anfängt und wo es aufhört, was passieren wird und man weiß noch nicht genau wie. Ja. Aber die Story ist ja wirklich sowas von simpel gewesen und beim nächsten wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein. Aber trotzdem, also ich finde, der hat so viel Charme gehabt, der erste Teil. Und wenn ich die ganzen Trailer und kurzen Clips, die ich jetzt schon gesehen habe, da alle mal so Revue passieren lasse, dann freue ich mich so unglaublich darauf. Ich meine, der Vorteil ist ja natürlich, wenn ich jetzt heute nicht gegangen bin, ich kann das nochmal kombinieren mit, dass ich mir nochmal den ersten Teil ansehe, der, ich weiß nicht wann, vor circa einer Woche irgendwo im Fernsehen lief sogar. Im ZDF tatsächlich. Genau, im ZDF, also da war ich total perplex.
Und dann wahrscheinlich im Nachhinein dann im Kino gucken werde ja irgendwann abends. Obwohl ich mal gucken muss, wie der hier läuft, weil das ist ein bisschen komisch bei dem Kino. Das ist aber auch so eine Sache, die ich mir überlegt hatte. Ne? Also das ist ja so ein klassischer Familien-, wenn nicht sogar Kinderfilm. Und ich habe einmal den Fehler begangen, dass ich mir irgendwie so einen Trickfilm in der spätesten Nachmittagveranstaltung angeguckt habe. Und das war wirklich unglaublich furchtbar. Nichts gegen kleinere Kinder, weil manchmal benehme ich mich ja selber so. Aber Alter, war das anstrengend mit den Gören im Kino. Deshalb, nee, der muss irgendwo abends laufen, dass man da mit Leuten reingehen kann, die vielleicht auch einen Schuss haben, aber die dann schon ins Gefängnis dürfen, so ungefähr, ne? Nicht einfach nur Sozialstunden ableisten. Naja. Obwohl dann eigentlich auch interessanter ist, wenn man wirklich nur mit Erwachsenen vor Ort ist. Ich meine, ich habe den auch damals abends gesehen. Ich guck mal gerade flott. Weil es wäre auch schön, hier in dem Kino zu machen, weil das Kino hier vor Ort hat nämlich ein super geiles Konzept einfach. Also ist eigentlich recht klein, schnuggelig. Mhm. Also ist keines der großen. Ja, da sieht man schon. Läuft zum Beispiel spätestens um 16.30 Uhr. Das ist, ja, siehst du, und das ist schon so. Oh nee, hier in einem anderen Kino sogar in 3D, obwohl das ja mal relevant wäre, sogar abends um 23.10 Uhr. Na, das wäre doch mal was. Ja, das ist doch schon mal was. Um 23.10 Uhr kann man sich den Film, glaube ich, angucken. Da sind nicht mehr ganz so viele kreischende Zwölfjährige dabei. Und dann eher so kreischende Wampen, die ja, genau. mit Popcorn. Oh Gott, das geht wieder aufs Portemonnaie. Als ich letztens The Purge gucken war, da habe ich mir einmal wieder eine große Popcorn-Tüte und Nachos geholt, weil ich noch nicht so lange, aber mittlerweile so extrem auf Nachos abfahre. Und wenn isst du die denn mit der Salsa oder mit der Käsesoße? Sowohl als auch, weil man sich nämlich ein Großmenü holen kann, wo beide dabei sind. Oh. Ja, und das haut dann schon ganz schön auf die Figur, aber es lohnt sich, es macht, ist ja lecker, also sagen wir mal so. Ist ja nicht so, als wäre, na gut, für mich nicht rausgeschmissenes Geld. Nein. Aber das ist dann einfach ein schöner Kinoabend, muss ich sagen. Ich gehe zwar nicht sehr oft ins Kino, aber wenn, dann ist das hier einfach sehr angenehm. Mhm. Genau. Und gerade bei solchen Filmen muss man doch einfach mal, oder? Ja, gerade bei solchen. Ich meine, da geht das doch nicht anders als einfach Popcorn. Na gut, bei Popcorn ist es meist so, dass ich, bevor der Film eigentlich loslegt, schon zumindest die halbe Tüte. Hier ist es ja mittlerweile anders, wo ich wohne, weil da ist ja ein sehr interessantes Konzept. Und zwar machen die das so, dass keine große Werbung läuft. Die zeigen am Anfang eine halbe Minute Werbung von allen lokalen Sponsoren und das war's. Echt? Dann kommt ein Trailer und dann geht's los. Dafür kostet der Film dann 30 Euro, oder? Nee, kann klar, also ich meine verhältnismäßig, was ist das hier? Ich habe da letztes Mal 9,10 Euro bezahlt. Ist auf jeden Fall teurer als manche groß. Ja, wobei das aber auch schon eher normal ist, ne? Hier obwohl, da sage ich aber mal, ja, dann zahle ich aber gern, was weiß ich, 1-2 Euro mehr. Aber dafür brauche ich nicht lang auf den Film warten, ne? Weil ich fand das damals immer extrem schlimm, wenn dann erstmal noch dick Werbung kam. Vor allem, wenn man dann da saß und dann hat man so Eis um die Ohren geworfen bekommen, wo ich mir denke, ich sitze jetzt hier, ich renne jetzt nicht nochmal raus, um Eis zu holen. Also ja. Man könnte auch fast schon sagen, deplatzierte Werbung. Aber naja, ich meine. Es gibt ja auch mittlerweile einige von diesen Luxuskinos, ne, die extra so auf Nobel gemacht sind. Vielleicht ist es ja auch so eins, wo du da reingegangen bist, wo tatsächlich dann noch Leute vorbeikommen während der Vorstellung, wo du dann auch wirklich in so schönen Sesseln drin sitzt und nicht diesen Stuhlreihen, wo du auch so einen schönen Halter für dein Essen und deine Getränke hast und wo du die Füße hochlegen kannst, wo die Getränke am besten auch noch aus dem Glas serviert werden und nicht aus irgendeinem Pappding und sowas. Also die kommen ja auch immer mehr in Mode, diese Luxuskinos. Finde ich auch nicht verkehrt, weil ganz früher, kann ich mich daran erinnern, ist es ja wirklich gang und gäbe gewesen, dass du so ein bisschen Werbung hattest. Die hat man ja sowieso dann ausgeblendet. Man ist ja erst einmal später gekommen. Und dann kam noch irgend so ein Eistyp durchs Kino, ne? Und dann ging der Film los. Stimmt, also das kenne ich aber nur von den größeren Kinos. Halt auf einmal Licht angeht, Eis, Eis, wo ich denke, Hals, Maul, ich will einen Film sehen. Obwohl ich muss sagen, die Sitze hier, die sind auch nicht verkehrt. Also die sind richtig gut gepolstert. Also kommt mir fast schon wie so halb Sessel vor. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Aber das sind jetzt echt keine Larifari-Sitze, wo ich nach einer halben Stunde irgendwie Probleme mit dem Sitzen bekommen könnte oder dergleichen. Und vor allem schön, die Lehnen sind vor allem schön breit genug. Also sagt man ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich habe bis jetzt nie Sitznachbarn gehabt, aber dass auf jeden Fall ohne Probleme zwei Leute nebeneinander sitzen könnten und in regelmäßigen Abständen so Zwischentischlein, dass du auch dein Zeug aufstellen kannst. Das ist auch kannst. Gut, ja. Also, aber dieses Auffüllen von Kinosälen ist ja tatsächlich auch so ein Ding, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber reden. Ich rege mich jedes Mal darüber auf, ich verstehe es einfach nicht, nach welchen Kriterien im Kino die Sitzplätze vergeben werden. Ne? Du hast dann teilweise Situationen, dass dann
du irgendwie einen Saal hast, wo irgendwie 200 Leute reinpassen und wenn du irgendwie 8 Wochen, nachdem der Film schon angelaufen ist, da reingehst, dann kannst du sicher sein, dass da irgendwie nur noch 5 Leute mit dir im Kino sind. Und erstaunlicherweise habe ich dann immer das Glück, dass dann der längste von denen exakt immer vor mir sitzt. Da sind so viele andere Plätze frei. Warum machen die das nicht so? Warum verteilen die es nicht irgendwie, dass es wirklich keiner Berührung mit irgendeinem anderen hat? Also das verstehe ich auch nicht. Ich habe schon mal spekuliert, ob das tatsächlich irgendwie so, dass die Decken oben, die Dächer eigentlich transparent sind und die damit irgendwelche Muster für Außerirdische legen, damit die sehen. Aber ich meine, die wollen auch ein bisschen bespaßt werden. Obwohl, da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen rigoros. Ich gehe entweder nur auf Reservierung. Also wenn zum Beispiel der Kinosaal schon bereits zu voll ist, was natürlich je nach Film und je nach Filmtag, also wann der läuft, verständlich ist, besonders zum Wochenende hin. Und das ist teilweise interessant, wenn man sich so Reservierungen sieht, auch bei solchen Abendvorstellungen, wie voll die teilweise noch sind. Und je nachdem, wenn nur noch blöde Plätze zu kriegen sind, dann gehe ich halt morgen, gell? Also ja, aber du kriegst es ja teilweise nicht mit. Also bei manchen Filmen, also irgendwie die super Blockbuster, wo man dann versucht, als Erster die Karte irgendwie zu reservieren, da siehst du ja auf den Sitzplänen, hey, da ist noch keiner. So, und wenn du dann nachher ankommst, ist das Kino ausverkauft. Hä? Ne? Ist logisch, weil nach dir kaufen ja noch andere irgendwie die Sachen. Das ist ja alles schon okay. Ja, aber das hab ich so noch nie erlebt. Echt nicht? Also ich weiß, wenn ich, also ich damals Moment, irgendwie hier... Jetzt ich sag mal, der Saal ausverkauft ist, ja, aber du hast doch deine Karte noch bekommen, oder? Ja, nein, natürlich, meine Karte habe ich bekommen, aber in dem Moment, wo ich sie bestellt habe, konnte ich nicht sehen, wie voll es sein wird, weil ich so quasi mit einer der Ersten war. Da habe ich gesehen, okay, bis jetzt sind 10 Plätze vergeben und als ich dann ankam, waren 500 Plätze vergeben. Ja, klar. Und das ist natürlich dann auch blöd. Wobei, da habe ich noch das kleinste Problem mit, weil dann sind ja wenigstens alle Plätze gleichmäßig aufgefüllt. Aber grundsätzlich, wenn die Kinos leer sind, sitzt einer halb auf meinem Bein oder definitiv vor mir und der muss 2,10 Meter groß sein. Ist immer so. Ja, das ist ja, aber hier, Heckbart schreibt im Chat auch gerade, wenn so viele Plätze frei sind, kann ich mich dann auch einfach umsetzen. Hat er auch recht. Hätte ich dann auch einfach machen können. Aber da kommt dann wieder der innere Schweinehund raus, der sagt, nee, jetzt bleibst du sitzen. Du hast genau für diese Nummer hier bezahlt, also bleibst jetzt auch hier. Entweder das und wenn man keine Scham hat, dass auf einmal jemand neben einem steht, entschuldigen Sie, Sie sitzen auf meinem Platz. Ja, aber in einem leeren Kino, also das ist mir tatsächlich wurscht. Dann sagt man einfach nur, nur genug frei. Und ja, ich würde mich nicht wundern, wenn dann irgendein Korinthenkacker, ich hab das reservieren lassen, ich will genau hier so à la Sheldon Cooper, das ist der perfekte Platz, den will ich jetzt haben. Ja. Da schmeckt mir die Cola am besten. Ja, kann ich auch verstehen, wenn Leute darauf bestehen, allerdings in einem komplett leeren Kino, wo wirklich nur 3 Leute da sind und die, nee, das macht keinen Unterschied. Also da muss man, glaube ich, nicht kleinig sein, auch wenn ich selber gerne mal so kleinig sein würde oder auch bin, ne? Ich meine, notfalls, ich habe mir auch schon mal überlegt, wo es ein bisschen voller war, ich könnte ja mal einen Flitzerhels durch machen, dann habe ich wieder Platz genug. Das hast du schon mal überlegt, oder? Also überlegt, auf jeden Fall. Ich dachte, jetzt kommt überlegt, nicht nur überlegt, auch schon gemacht. Nee. Ja, Gott sei Dank. Ich sag nur Genfer Konvention. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, stimmt schon. Ja, geht, alles super. So, aber ich habe irgendwie gerade so im Hinterkopf, dass ich ja eigentlich hier 4 Millionen Rechner habe, wo ich Leute per Skype reinholen kann, da sich jetzt noch ein paar andere Leute eingetragen haben, Gott sei Dank, hole ich einfach nochmal jemanden dazu. Ist das nicht super? Oh, dann auf jeden Fall. Das ist hier Technik pur. Da muss man einfach nur ein paar Buttons klicken und schon funktioniert das. Glaube ich. Das ist ja auch immer so eine Sache. Spreiselberle muss keine Angst haben, bei dir klingelt es jetzt nicht. Jetzt wäre mir beinahe dieser neumodische Begriff aus dem Mund gesprungen, den ich momentan sowas von abhasse. Fängt mit N an und hört mit Euland auf. Ach so. Ja, aber komm. Also diesen ganzen Aufschrei, der da durchs Netz ging, den fand ich ja auch schon etwas übertrieben. Ne? Also es weiß doch jeder, was die gute Dame damit sagen wollte, oder? Und ich habe es ja gerade selber in einem Satz gesagt. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit diesem Netz. Und trotzdem würde ich mich in vielen, vielen Bereichen, gerade was so die Technik und die Protokolle unten drunter angeht, als absoluten Noob bezeichnet, der überhaupt keine Ahnung hat. Also ich kann das schon verstehen. Und was sie ja auch meinte, ist ja, dass er tatsächlich erstmal diese ganzen Geflogenheiten, das Miteinander und Gesetze ja auch natürlich erstmal jetzt festgeschrieben werden müssen. Fand ich alles nicht so wild. Also für mich war das auch so ein Fall. Anscheinend sind 60 Millionen Menschen in Deutschland nicht mehr in der Lage, einfach mal zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, ich meine, und bezeichnend fand ich aber auch, dass wer am lautesten geschrien hat. Ne? Das sind wieder diese selbsterklärten Netz,
Großgötter oder so, die sowieso immer preisen, dass ohne das Netz gar nichts mehr geht und so weiter. Ach, nee, kann ich mich drüber aufregen. Oliver, du regst dich darüber bestimmt auch auf, oder? Ich höre nichts. Achso, ich muss den richtigen Knopf drücken, dann passt das. Achso, hallo. Hört man, jetzt hören wir dich, ja. Ich habe leider den Anfang zwischen eurem Gespräch verpasst, da ich zwischen Livestream und Skype gewechselt habe. Und da habe ich leider den Anfang verpasst, wegen Lag und so. Ich glaube, es gab keinen Anfang. Es war einfach nur, Dennis hat sich erbarmt und kam ich von Wambach auf Warmen. Erbarmt, hier endlich mal anzurufen und danke. Und jetzt du auch, das ist doch schön. Ja, ich habe es ja vorhin schon im Chat angedroht, genau. Angedroht, genau. Das ist aber tatsächlich schnell geschafft, irgendwie die Zeit dann doch zu überbrücken. Ja, man musste essen. Ne? Essen ist wichtig. Ach so, ja stimmt, Essen ist wichtig. Das ist ja auch das, was Carsten gerne mal macht, wenn er hier Gast ist, der dann auch zwischendurch sagt, so jetzt müssen wir aufhören, jetzt gibt's Schnitzel oder sowas. Jetzt bin ich neidisch, ich hatte noch kein Butterbrot. Ich habe noch ein paar Erdbeeren. Jetzt müsst ihr nur ganz schnell die Adressen irgendwie austauschen, denn über Skype wird das mit dem Essen austauschen nicht so richtig funktionieren. Und ich schicke dir da einfach schnell was für einen 3D-Drucker. Genau. 3D-Drucker ist auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, die ich total faszinierend finde, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das eigentlich genau funktioniert. Was ich interessant bei der Geschichte 3D-Drucker finde, da das mittlerweile so allgegenwärtig ist, dass mir vorkommt, als hätten wir die schon seit 20 Jahren. Ja, aber dann würde ich ja zumindest im Ansatz verstehen, was es ist. Also was kann man denn damit alles machen? Alles. Ich kann alles, jedes 3D-Objekt kann ich danach bilden mit, oder? Ja, wenn es die entsprechende Größe hat. Also es gibt halt je nach Drucker, gibt es verschiedene Größen und mit beweglichen Teilen läuft das, glaube ich, auch nicht so gut. Aber so Statuen oder was weiß denn ich, das klappt ganz gut. Also statische Objekte. Da siehst du mal. Ist ja auch ganz krass halt, wie das halt auch so gehypt wird momentan. Ich habe das zum Beispiel jetzt auf dem Humble Bumble gesehen, dass du da halt, wenn du ein Bundle kaufst von Indie-Spielen, kriegst du auch so ein 3D-Drucker-Modell mit dazu. Kannst du ja ausdrucken. Ja. Windows 8 unterstützt mittlerweile nativ, also ab der 8.1 oder wie auch immer das neue Update da heißt. Das ist unglaublich, oder? Also ich sehe uns schon alle so ein Ding irgendwann zu Hause haben. Und dann ist es ja so wirklich so ein bisschen wie bei Star Trek früher, dieser Replikator, ne, wo du da hingehst und dein Mittagessen da irgendwann da rauskommt. Gut, so weit sind wir natürlich noch nicht. Und er macht ja nur aus irgendeiner so einer komischen Pampe irgendwas. Aber es ist faszinierend. Das finde ich tatsächlich echt. Und wie schnell das ging. Du hast recht. Also es ist ja wirklich mittlerweile allgegenwärtig. Und wirklich über Nacht waren die Dinger da. Ist natürlich was für mich als Nerd ist das eine super Sache, weil ich sammle halt von Spielen irgendwelche Figuren und die kosten dann halt pro Stück irgendwie 50 Euro und dann kann man die einfach selber ausdrucken. Gut, stimmt. Man muss sie noch dann bemalen. Aber das ist natürlich auch nicht verkehrt, ja. Früher hat man sich solche Autos zum selber bauen gekauft, heute druckt man sie aus. Kennst du das, wenn du mit irgendeinem Kabel rumspielst und die sich dann irgendwie so verheddern, dass sie nicht mehr auseinanderkriegst? Das ist mir gerade mit meinem Kopfhörerkabel passiert. Das geht mir ständig so. Ja, aber das... Ich habe es tatsächlich relativ schnell geschafft. Rubik's Kopfhörerkabel. Ja? Also 1000 Möglichkeiten, aber nur eine richtige Lösung. Also ich meine, einen würdigen Ersatz für meine Kaffeemaschine gibt es eh nicht. Aber für mich sind solche Sachen ja erst interessant, wenn die in der Lage sind, Kaffee zuzubereiten. Oh Gott. Oder halt Essen ausdrucken. Ja, hier vom Eike kommt gerade im Chat, kann ich mit einem 3D-Drucker auch einen weiteren 3D-Drucker ausdrucken? Das ist natürlich dann die philosophische Frage dabei. Ne? Also. Mensch, das ist ja rekursiv, ey. Das wäre dann Druckerception. Genau, Druckerception, auch nicht schlecht. Ich frage mich nur, wie viele Abgaben die GEMA dann da von dem Ding haben will. Naja, du kannst ja streng genommen Mediendateien ausdrucken, wird ja schwierig. Also von einem Bild schon, ausdrucken ohne Farben ist ja nicht so sinnvoll. Ich wollte schon immer mal eine MP3 auf Papier haben. Ja, so in Buchform. Ja, sehr schön. Hörbuch, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Oder aber so eine Schallplatte ausdrucken, das wäre doch lustig. Eine was? Weiß nicht, eine Schallplatte irgendwie, das würde vielleicht noch klappen. Ja. Frage klar. Ist, ob dann diese Rillen halt, ob das Ding das so genau hinkriegt. Aber ja, warum denn nicht? Also wenn das tatsächlich möglichst fein abgetastet ist, das Original. Ich habe keine Ahnung, welche Auflösung die ja tatsächlich haben. Aber das faszinierend ist das ja schon. Das Interessante eigentlich ist doch, dass so ein 3D-Drucker ist doch rein von der Technik her irgendwie nichts Neues. Ich meine, ganze Industriefirmen haben die schon seit Jahren bei sich drinstehen, nennt man nur CNC-Maschine. Also rein vom Prinzip, glaube ich, ist das doch nichts anderes. Oder? Ich glaube, der Punkt ist doch, dass da nicht aus irgendeinem Klotz was rausgeschnitzt wird, sondern sich das irgendwie so komisch zusammensetzt dann, ne? Ja, teilweise hat er auch recht. Also es gibt die 3D-Drucker jetzt bestimmt schon seit Jahren auch in Firmen, aber das ist halt wie jetzt wieder so ein bisschen auch gerade mit dieser 3D-Brille, wie heißt sie nochmal, Oculus Rift? Das kommt jetzt halt alles von diesem hochprofessionellen Bereich langsam in den Consumer-Bereich. Ja, aber ist doch cool, da freuen wir uns doch alle, oder? Ja, klar.
Ja, ich bin der Erste, der die Sachen gerne ausprobiert, wenn sie hier denn stehen. Aber ich kriege ja meine Sachen, die ich irgendwo bei Kickstarter order, ja immer als Letzte, haben wir ja festgestellt, bei der komischen Ouya-Konsole. Hast du die mittlerweile? Mittlerweile habe ich sie tatsächlich, ja. Ach so. Also nicht am Zoll hängen geblieben. Ja, doch, sie war beim Zoll, aber das war kein Problem. Waren ja kein Thema. Mittlerweile ist es ja wohl auch kein Thema mehr. Muss ja nur hingehen und die üblichen 19% zahlen, ne, damit man es dann ja eben kriegt. Und aber war trotzdem schon relativ spät. Ja. Aber jetzt habe ich sie und benutze sie nicht. Oh. Aber was soll man damit auch machen? Ne? Aber da haben ja schon andere Leute viel zu erzählt. Deshalb müssen wir das Thema, glaube ich, gerade auch nicht mehr. Zumal großartig. Ich immer noch so zum Thema Ouya sage, ja, da kann ich mein Android-Handy auch mit HDMI-Kabel am Fernseher anschließen, Bluetooth-Controller ran und dann ja, läuft's auch. In der Theorie schon, aber versucht das mal irgendwie dem Nicht-Nerd zu erklären. Dass sein aber Handy der Nicht-Nerd kauft sich doch auch keine Ouya. Das weiß ich nicht. Also definitiv nicht, nachdem ich heute gelesen habe, dass irgendwie zwei große Ketten die Xbox 360 für 99 Euro raushauen. Habe ich heute also auch gelesen, unglaublich. Ja. 99 Euro für eine Xbox 360, Wahnsinn. Also, das ist zwar noch die Billig-Variante, also die, ja, mit die 4 GB Speicher. Genau. Da muss man dann nochmal so ungefähr so 60, 70 für eine Festplatte mit einrechnen, aber ansonsten ist das wirklich ein guter Deal. Ja, finde ich auch. So, ja, und der große Online-Händler hat die auch für 100. Siehst du mal, und jetzt machen wir noch, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf und holen noch eine dritte Person dazu. Also eine vierte eigentlich Chaos. Mit mir. Ne? Jetzt wird es aber eng hier. Jetzt wird es aber eng hier. Sag mal Moment, was. Hallo, mein Video funktioniert nicht. Ich weiß, ich hab's abgelehnt, weil alle anderen ja auch nur Audio haben. Dachte ich mir, ey, machen wir heute mal einen reinen Audio-Podcast. Es passt ja, damit sich nicht Leute jetzt hier hintergangen fühlen, weil sie kein Bild haben und überhaupt. Ich bin einfach nur unrasiert. Ja. Du müsstest vielleicht noch aus Prinzip irgendwas zum Audio-Stream sagen, dass wir ja nur einen Audio-Stream haben, für die Leute, die nur zuhören. Dass nicht schlimm ist, wenn man uns nicht sieht. Genau, es ist nicht schlimm, wenn man uns nicht sieht. Da sind wir wieder bei den Genfer Konventionen, aber es passt alles. So, guten Abend aus Köln-Nippes. Ja, hallo. Guten Abend. Seien wir sich begrüßt. Ich hätte es fast verpasst, aber der Eike Frohwein hat mir Bescheid gegeben, dass ich es nicht verpasse. Finde ich auch sehr richtig so, dass er dir Bescheid gegeben hat, denn sonst hätten wir ja wirklich komplett auf dem Trocknen gesessen, wenn sich nicht hier die beiden Herren erbarmt hätten. Und bei dir weiß ich ja wenigstens, du hast immer irgendeine Geschichte zu erzählen aus dem Schwabenländle. Ja, tatsächlich, aber diesmal nicht aus dem Schwabenländle. Ich habe mir neulich tatsächlich mein allererstes Hörbuch gegönnt. Allerdings, und das ist das Interessante, und zwar Stephen King, Der schwarze Turm Teil 1, den es derzeit für 17 Öcken gibt. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch erstmal, bis die anderen Teile günstig werden, weil ich war dann doch schon ein bisschen geschockt, dass die anderen 6 Teile mal so 35 Euro pro Audiobuch kosten. Die sind dafür dann aber wahrscheinlich auch irgendwie 17 Stunden lang, oder? Ja, also das erste hat 8 Stunden, die anderen haben dann mehr Stunden, das stimmt schon, aber da bin ich dann, da kommt das Schwabenländli wieder durch, da kommt der Schwabe durch, da warte ich dann doch lieber ein bisschen und ja. Hofft man, dass es billiger wird. Ja, aber es macht Spaß und ich habe mich neulich gefragt, ob man sich das wirklich trauen sollte, ein Badesalz, Entspannungsgute Nacht Badesalz in der Badewanne zu nehmen und Hörbuch zu hören. Ich glaube, das wird zu gefährlich, oder? Ach. Weiß ich nicht. Ich bin ja auch so ein Mensch, der, sobald er in der Wanne liegt, nee, nicht sobald, das beim Hörbuch schlafe ich sofort ein, aber in der Wanne, da kommt dann so nach relativ kurzer Zeit so eine große Schwere und Müdigkeit. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Ich habe so oft schon beim Lesen in der Wanne so großartig vor mich hingeschnarcht, da kann, glaube ich, nichts passieren. Ja, außerdem in der deutschen DIN-Norm-Wanne kann man ja auch eigentlich fast nicht, wie man im Schwabenland sagt, versaufe, weil wenn man da so drin liegt, du kennst das ja auch, Micha, dann denkt man, joch, da muss viel passieren, bis ich hier ertrinke. Ne? Wie habe ich das denn jetzt zu verstehen? Du sagst, du kennst das ja auch. Ja, ist das wieder eine Anspielung auf irgendwas? Nee, ist aber tatsächlich so. Also wenn Leute wie ich sich in eine Badewanne reinlegen, dann ist da eigentlich irgendwie so ein 0,2 Liter Wasser drin und der Rest ist Mensch. Ne? Also so. Man benetzt da irgendwie so ein paar Körperteile einfach nur mit. Aber ich glaube, das sind auch gerade Bilder, die wir hier heraufbeschwören, die eigentlich auch niemand haben will. Und ich habe extra das Video ausgemacht. Ja, du sitzt ja nicht hoffentlich gerade in der Badewanne, oder? Nein. Obwohl du aber den Hall erklingst. Genau, stimmt. Heute klingst du tatsächlich so. Ja, ich bin heute über Webcam, weil ich habe ja alles, ich war ja nicht vorbereitet. Ach Gott. Sind wir doch auch nie und trotzdem schaffen wir das, uns eine Webcam und Kopfhörer aufzusetzen. So ja nicht. Das ist wieder nur der sparsame Schwabe. Nein, Kopfhörer habe ich auf, aber das ist alles so Low-Tech hier. Ja, gut, ist ja nicht schlimm. Ich beschwere mich auch gar nicht, ich bin nur dankbar, dass du dabei bist. So. Ja, also das mit dem Hörbuch war es eigentlich auch schon, was so an Neuigkeiten bei mir gibt, außer halt viel Arbeit, du kennst es ja. Und ja.
Bist du denn tatsächlich durch unseren Podcast zum Hörbuch gekommen oder wie bist du jetzt tatsächlich mal auf ein Hörbuch gekommen, wenn du sagst, das war dein erstes und du hast dich da mal irgendwie jetzt dann doch getraut? Naja, also über die Folge über Ricky Versum, wenn ich es noch richtig im Schirm habe, da bin ich so nochmal erinnert worden und habe dann auch gedacht, Mensch, wie waren das, als du früher als kleiner Bub am Kassettenspieler Huibu-Folgen und so angehört hast. Und im Zuge dessen fiel mir dann eben wieder der Dunkle Turm ein, weil als das quasi rauskam, Anno Dunemal zu meiner Jugend, da waren die ja noch nicht fertig. Und jetzt sind die fertig und abgeschlossen und alle vertont als Hörbuch. Und jetzt ist es ja, glaube ich, nur noch eine Frage des Geldes, dass man sowas nicht mehr aufholt. Mhm. Und mein Gott, ich bin 36, so langsam möchte man manche Dinge erledigt haben. Du meinst, da muss man auch diese 17 Bände einmal gelesen haben. Ja. So sieht's mal aus. Oder zumindest gehört. Wie viele Bände gibt's da? Ich bin da überhaupt nicht am Laufenden. Insgesamt sind 7, wenn ich es richtig weiß. 7, da war ich ja nah dran mit 17. Das passt ja. Ja, und also ich finde es toll, dass es sowas gibt und auch ganz großen Respekt vor Leuten, die solche Hörbücher einsprechen, weil das ist echt eine Leistung. Ja. Also ganz großes Kino. Man hört halt tatsächlich nicht, wann so ein, sagen wir mal, weiß nicht, so ein Kapitel oder ein halbes Kapitel abgesetzt wird und dann neu angefügt wird, weil sowas wird ja nicht im Ganzen durchgelesen, das wäre ja abartig. Und so die technische Geschichte, alles das, was man nicht sieht oder nicht hört, da kann man sich schon so ein paar Gedanken machen. Das finde ich schon ziemlich cool. Das stimmt, ja. Ja, da bin ich auch immer wieder begeistert und auch gerade bei, wir hatten es ja letztens da mit den ganzen Hörspielen, was da teilweise an Qualität rauskommt, das ist unglaublich. Also da habe ich mich da ja schon ausgelassen und gesagt, wie ich manche Sachen hier lobhudle, das passt alles. Das ist, ja, sehr, ja, sehr gut. Ich habe in der letzten Podcast-Folge von Martin und mir, habe ich ungefähr eine Minute Spökes eingebaut, also auch mit solchen, Creative Common Sounds, die man in den Credits dann reinpacken muss. Und allein, was man in eine Minute für einen Aufwand reinbauen kann, yeah. das mal hochgerechnet auf eine ganze Cast-Folge oder eine ganze Audiobuch-Geschichte, das ist schon eine Menge. Ja, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, aber der Kollege Sven, also nicht der Hörspiel-Sven, der letztens dabei war, sondern hier der Quop Sven, der ja auch regelmäßig dabei ist, eben, der hat vor einiger Zeit mal, ich nenne es jetzt mal Hörspielreihe gemacht, der iPad-Doktor. Das war losgetreten durch irgendein iPad-Gewinnspiel von einem anderen Podcast. Und das sind auch alles immer nur so ein paar Minuten, aber ein unglaublicher Aufwand steckt dahinter, mit Soundeffekten, mit Stereoabmischung, damit die Geräusche aus der richtigen Richtung kommen, zu den Stimmen passen müssen und sowas. Also unglaublich, wie viel Post-Production da letztendlich drin steckte. Könnt ihr einfach mal suchen, ist glaube ich bei iTunes immer noch zu finden, iPad-Doktor. Mhm. Ja, anhören. Sofort aufschreiben. Ja, ja. Siehst du, machen wir auch Werbung für die Kollegen, ja, so muss das sein. So, und die anderen beiden, die sind jetzt doch gerade Abendessen holen, oder? Nee, ich bin noch da. Also du machst dann doch jetzt eher den nicht interaktiven Teil und lauscht dann, obwohl du jetzt die Chance hast, uns jederzeit zu unterbrechen und zu sagen, hey, ihr erzählt Unsinn. Ja, also erstmal, man muss immer passiv sein. Ne? Also, ich bin halt nicht wie unsere geschätzten Kollegen von der Politik, die sich einfach dann nicht... Die sind doch erst recht passiv. Ja, aber die nicht in der Lage sind, jemanden einfach mal ausreden zu lassen. Ne? Okay. Ich glaube, der Bampe wartet viel mehr auf die Knallerfrage. Ich weiß nicht, ob Bampe sie heute noch stellen möchte, aber ich hau sie mal raus. Und zwar, Micha, wirst du denn dieses Jahr auf die Gamescom gehen? Nein. Tam, tam, tam. Das ist ja noch nicht mal eine Knallerfrage. Ich habe einfach überhaupt gar kein Interesse an irgendwelchen Gaming-Veranstaltungen, an Gaming generell momentan. Also die Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, die kann man echt an einer Hand um den Fuß abzählen. Und das war dann auch schon. Und nee, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Also wenn da irgendwelche Leute sagen, hey, wir treffen uns da und wollen da einfach nur nett beieinander sein und da kommt irgendwie eine kritische Masse von Menschen zusammen, also nicht nur zwei, wobei auch für die richtigen zwei würde ich natürlich sofort nach Köln kommen. Gar kein Thema. Also können wir gerne machen. Vor allem, also ich wollte die Frage überhaupt nicht stellen, aber da ich ja so stolz bin wegen meiner Heizkostenabrechnung, weil ich ja einiges zurückgezahlt bekomme und unter anderem den Spreiselbärle zu einer Bratwurst einladen würde, wenn man sich dann endlich sieht, würde ich dich natürlich auch zu einer Bratwurst einladen wollen. Das ist natürlich jetzt schwierig, Nein zu sagen, aber das müsste dann schon tatsächlich außerhalb der Gamescom irgendwie stattfinden, weil ich habe wirklich keinen Bock auf diese Menschenmassen und die Spiele interessieren mich so gar nicht. Kann ich verstehen. Und da der Bob und Severin ja auch dann da sein werden, dann müssen wir halt mal außerhalb essen gehen. Ist ja auch kein Thema, ist ja kein Problem. Ja, genau. Wann ist die? Wieder Ende August, ne, oder? Ja, 21. bis 25. August. Ja. Richtig, ja. Ich bin ja gespannt, ich feiere dieses Jahr auch mal auf die Games Convention, damit ich auch mal wieder zu Wort komme.
Du wärst doch vorher zu Wort gekommen, aber... Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja auf YouTube aktiv, mache da ein paar Let's Plays und ich fahre dieses Jahr auch mal wieder zur Games Convention. Das ist immer, ich wohne im Osten Deutschlands, das ist immer wahnsinnig weiter Weg. Da bin ich mal gespannt. Letztes Jahr, also nee, nicht letztes Jahr, vor, ich glaube, 3 Jahren oder wann ich das letzte Mal da war, da hat dann einer hatte mich damals angesprochen, also wollte mich ansprechen, hat es dann verpasst. Da bin ich mal gespannt, ob es diesmal. Weil es das Leute nicht erkennen. Aber das, ja, ist genau. Ja auch immer, das ist ja auch immer so eine gefährliche Sache, denn ich glaube, du hast ja, ich möchte ja jetzt nicht irgendwie unverschämt sein, aber ich glaube, als du letztes Mal bei irgendeinem Quopcast dich eingewählt hattest, hatte ich direkt einen bösen Kommentar unter dem YouTube-Video zu dir, dass du doch am besten aufhören solltest, Videos zu machen und sowas. Oh nee, hat der Typ dich etwa auch angespammt? Natürlich. Der hat alle angespammt, mit denen ich irgendwie zu tun habe. Ich habe den auf meinen 3 YouTube-Kanälen schon geblockt. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Wieso sollte man aufhören zu casten? In so ganz schlechtem Deutsch, kann das sein? Das weiß ich nicht mehr. Es war irgendwie so ein halber Satz und es war auch nicht wirklich schlimm. Aber ich fand, es ist sowieso furchtbar. Also dadurch, dass ich ja relativ viele Gäste hier immer durchnudel, das hört sich auch komisch an, diesen Satz, den streichen wir, der ist nicht gut. Denn die Jüngeren unter euch, ihr wisst auch genau, was ich gemeint habe. Ich wollte gerade schon sagen, juhu, ich wurde von Micha genudelt. Ja, das ist komisch. Streichen wir diese letzten paar Sekunden. Also hier sind ja relativ viele Gäste bei den einzelnen Cast-Folgen dabei. Und die bringen natürlich dann des Öfteren auch mal ihre eigenen... Entschuldige. Was denn jetzt? Nicht wegen dir, sondern wegen Severin im Chat. Ich stelle mich stumm, entschuldige. Und die bringen natürlich dann ihre eigene Fanbase mit. Und Fanbase muss man dann manchmal in Anführungszeichen verstehen. Das ist so unglaublich. Also ich meine, da freue ich mich manchmal, dass ich so wenig... Popularität auf YouTube und so mit unserem Quopcast habe, dass wir so wenig negative Sachen hören, außer boah, die Dicken, die will keiner sehen und bla 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 bla. Aber immer wenn irgendwelche anderen Leute dabei sind, zack, kommt mindestens ein negativer Kommentar, warum hast du denn den Spacken dabei gehabt und das und das und das und das. Das ist echt furchtbar. Ja, aber das ist aber persönlich auch noch ganz schön. Ich bin ja auch noch ein kleinerer YouTuber und ich glaube, das wird auch nicht mehr groß, ist ja auch egal. Ich habe eigentlich auch eine super Community an sich. Also wenn da mal einer kommt, der will auffallen, dann stellt man ihn in die Ecke und sagt, ja, mach mal dein Ding. Ne? Ja, natürlich. Egal. Ich meine, sehe es doch mal Brett so. Davor zu mauern, sieht man nicht mehr, was man nicht sieht, ist nicht da. Mhm. Das sind ja meistens Leute, die selber... Entschuldigung. Du darfst, ich bin fertig. Okay, das sind ja meistens Leute, die selber noch nie ansatzweise nur eine Testfolge für einen Podcast gemacht haben. Deswegen läuft das wirklich unter, geh sterben. Also sowas kann man nicht ernst nehmen. Ernst nehmen ist immer so eine Sache. Also du kriegst ja bei so Kommentaren ganz schnell mit, wer ist einfach nur dazu da, um zu pöbeln und wer hat wirklich berechtigte Kritik zu äußern. Das kann man ja ganz klar erkennen. Und die berechtigte Kritik, die nehme ich mir auch gerne an. Aber die ganzen Trottel, die da einfach immer nur schreiben, alles scheiße, sowas will doch keiner sehen, oder auch was bei dir dann direkt runterkam, ganz schlimm. Also da frage ich mich, warum die Leute das machen. Also dieses bisschen Energie, das da aufgebracht wird, das hätte man auch in irgendwelche anderen Sachen reinstecken können. Im Zweifelsfall eben, um eine Seite im Duden zu lesen, hätte man vielleicht beim nächsten Mal was Besseres geschrieben. Aber naja. Und einen korrekten grammatikalischen Deutsch. Ja, sowieso. Ja, das ist aber in Zeiten von YouTube ja nicht mehr schick, dass man weiß, wie man was schreibt. Ne? Allerdings ist immer ganz lustig, bei den größeren Kanälen, die dann auch monetarisieren, gibt es dann gerne mal, ich weiß nicht, welches Alter man da einschätzen soll, aber eher so die jüngere Fraktion tendenziell, da gibt es dann gerne Leute, die flamen in den Kommentaren, und wenn der YouTube-Auto-Spam-Detektor das schon als Spam detektet, das ist doch, da sitze ich davor und sage einfach nur so, schön. Ja, allerdings. Ich würde es einfach so sehen, wer Hater oder sonst was dahingehend in den eigenen Kommentaren hat. Gratulation, ihr seid offiziell YouTuber. Und das Beste ist ja an Hatern, sie geben dir A, einen Klick. Ein Klick bedeutet Geld. Im Idealfall bewerten sie das Video noch. Und wenn es nur Daumen runter ist, ist egal, es ist eine Bewertung. Es treibt dich in YouTube-Statistik nach oben. Und einen Kommentar hinterlassen sie dir auch noch. Dankeschön, ich bin zufrieden. Sehr schön. Severin schreibt natürlich auch prima hier einen Kommentar. Er hat gerade einen lustigen Kommentar bekommen. Räum mal dein Regal auf oder mach es weg. Das finde ich tatsächlich auch schon sehr schön. Ich finde das auch, im Grunde finde ich das auch gar nicht schlimm. Ich meine, YouTube ist eine riesige Plattform. Ist ja logisch, wenn da irgendwelche Leute drauf stoßen, die vielleicht irgendwas anderes erwartet haben, als das, was sie dann zu sehen oder zu hören bekommen. Ja klar, und es ist ja auch einfach, unter irgendeinem Pseudonym irgendeinen Kommentar abzugeben. Aber diese richtigen Hater-Kampagnen, die finde ich ja schon irgendwie total absurd. Das ist halt das Interessante da oder das Schlimme, weil es muss nur einer anfangen. Ja. Der ist dann wahrscheinlich erstmal mit ordentlicher Kritik
ummalt. Gell? Aber dann sehen alle, oh mein Gott, da hat jemand was Negatives geschrieben und jetzt können wir alle drauf und er gibt sein Gesicht her. Genau, das ist ja sogar das, was fast noch schlimmer ist. Also auf der einen Seite hast du die Leute, die tatsächlich irgendeinen Scheiß schreiben. Auf der anderen Seite hast du dann auch bei vielen großen YouTubern die andere Seite, die dann meint, auf Teufel komm raus, den jeweiligen YouTuber dann verteidigen zu müssen und den anderen niedermachen, sodass da richtige Kommentar-Battles ja dann entstehen. Also da bin ich zu alt für. Sorry, das verstehe ich nicht. Das geht komplett an mir vorbei. Nee, kann ich wirklich überhaupt nichts Unterhaltsames dran finden. Was auch wirklich immer ganz schlimm ist, wenn sie dann irgendwie mit Falschinformationen oder so ihre teilweise Informationen kommen, die ja überhaupt nicht stimmen. Das ist ja bei mir, also bei mir jetzt weniger, aber mein Netzwerk wurde jetzt aufgekauft von der RTL-Gruppe. Was? Und da wird natürlich gleich in den ganzen Infovideos wieder Stress gemacht. RTL, jetzt sinkt die Qualität und dass das natürlich überhaupt nicht unser deutsches RTL ist, sondern halt die große RTL-Truppe, das wird nur einfach ignoriert. Ja, das ist ungefähr wie mit dem Ruf, der Mediakraft nacheilt. Ich hatte die nie auf dem Schirm, aber anscheinend ist das am Netz entweder alle, entweder gibt es die Leute, die diesen, wie sagen, Namen lieben oder eben hassen. Ja. Ich finde eine gewisse Machart, die damit involviert ist, finde ich teilweise nervtötend, aber das heißt ja nicht, dass es gleichzeitig schlecht ist. Ja? Nee, vor allen Dingen, es sind ja tatsächlich irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, die sich mittlerweile etabliert haben. Genauso wie beim Fernsehen irgendwelche Sachen hast, wo jeder sagt, ja, okay, das sind keine intellektuell anspruchsvollen Sendungen, aber die erzeugen halt Quote. Hast du die gleichen Methoden natürlich auch bei YouTube. Also nicht die gleichen Methoden, aber übertragen auf YouTube dann eben sowas. Und gerade bei irgendwelchen kommerziellen Geschichten, die tatsächlich ihr Lebensunterhalt mit YouTube verdienen, mein Gott, also das finde ich jetzt nicht wirklich dramatisch. Und das ist, glaube ich, sogar eher das, was ich denke, dass viele von diesen Hatern, die da irgendwie, gerade bei den großen YouTubern irgendwas lassen, da ist so viel Neid dabei, dass vielleicht irgendeiner 3,50 Euro mit dem YouTube-Video verdienen könnte. Das ist unglaublich. Ich meine, klar, ich habe manchmal auch das große Fragezeichen in meinem Kopf, wenn ich mir manche YouTube-Videos angucke, sehe, dass die irgendwie 500.000 Abonnenten haben und ich weiß, jedes Video bringt denen direkt mal eben eine schöne gefüllte Brieftasche, dann frage ich mich manchmal auch, was hast du falsch gemacht? Aber andererseits, hey, da bin ich doch froh, dass wir unseren Nischen-Unterschichten-Podcast hier haben, wo ich quasi außerhalb der Öffentlichkeit von keinem Affen belästigt werde, ist da super. Nachteil ist natürlich, dass man dann schon mal hier 20 Minuten sitzen muss, bis irgendwelche Leute anrufen. Aber, ja, aber da muss ich doch echt teilweise sagen, lieber dann hier so ein Format, jetzt ohne Mist, jetzt nicht, weil du jetzt hier vor mir sitzt, gell, obwohl wir uns trennen ja ca. 100 Kilometer, kann ich ja ruhig live haten. Ich bin unglaublich schnell. Das hat sich auch noch keiner getraut. Micha, du bist alt, so, jetzt hast du. Nee, das Schlimme ist einfach, viele Sachen auf YouTube gehören für mich überwiegend zur Kategorie Opium fürs Volk, Scheiße für die Massen. Ja? Mhm. Das ist dann, je nachdem, ich will ja nur mal sagen, dass alles gleich salopp schlecht ist. Gell? Es gibt ja auch total hirnrissige Umsetzungen, wo ich auch natürlich lachen muss und das dann entsprechend cool finde, weil das ist ja letztendlich einfach nur eine subjektive Geschichte. Aber manchmal kann ich auch nur den Kopf schütteln, wenn ich so manches sehe und dann, ich sag mal, nur weil die Masse das gut findet, heißt das ja auch lange nicht, dass das qualitativ gut ist. Das ist ja immer die Sache. Ja, ich glaube, da muss man sich sowieso irgendwann mal von verabschieden. Ne? Also Qualität ist nicht immer gleich Masse und das in jedem Medium. Und nicht jede qualitative Sache ist erfolgreich und umgekehrt. Ne? Also ich finde es nur immer wieder faszinierend, wenn Leute sich denn tatsächlich auf YouTube als solches einlassen. Und das muss man bei uns ja fairerweise schon sagen oder entschuldigenderweise ja sagen, ich benutze YouTube ja primär als Videomassenspeicher. Ich mache ja keine großen Aktionen. Ich freue mich, wenn ich meine 500 Views da bei irgendeinem Video habe. Aber das ist ja Peanuts. Da sind ja die ganzen anderen YouTuber, die wurscht, ne? Also die lachen da noch nicht mehr drüber. Aber ich finde das faszinierend, wenn Leute dann tatsächlich sagen, hey, oh, wir haben nur 500 Views oder wir haben nur 300 Views bei YouTube, ich möchte aber gerne so viel mehr, sich dann im gleichen Atemzug darüber aber beschweren, wenn sie denn in die ganz normale YouTube-Maschinerie dann reinrutschen und sagen, oh nee, wir wollen aber irgendwas Intellektuelles Cooles machen. Es ist ein Vorurteil, aber ich denke, die große YouTube-Klientel will sowas nicht sehen und hören. Das ist die Sache, weil fängt schon. Das wäre aber mal ein interessantes Experiment. Kannst ja mal mit Sven oder Carsten mal ausmachen und mal versuchen, einen Quop vor YouTube mal in 8 Minuten. Ja, das ist ja die Geschichte, auch das Problem mit vielen Podcasts oder und. Ihr seid einfach zu lang. Ja, natürlich. Naja, wobei das ist ja so eine. Also
Also Podcast sind wir sogar eigentlich zu kurz, weil der durchschnittliche Freak-Podcast, der geht ja irgendwie so 3 Stunden. Da sind wir ja einfach zu kurz mit unseren im Schnitt 90 Minuten. Für so eine Stammtischplauderei machen sie wir wahrscheinlich schon wieder zu lang. Und für YouTube, also bei YouTube, sobald die ja sehen, dass da irgendwie noch eine Zahl vor den Minuten steht, da stellen sich die Leute doch, glaube ich, tot und klicken gar nicht mehr da drauf. Also. Bei YouTube so die durchschnittliche Viewerzahl, wenn du da über 5 Minuten bist, dann bist du durch. Ja. Und das ist halt auch so die Sichtweise. Also von einem typischen YouTuber, das ist wahrscheinlich sogar falsches Denken meinerseits, aber das sind wahrscheinlich die ganzen Kiddies, wie man ja immer so flott sagt, die nicht in der Lage sind, länger als 5 Minuten irgendwie mal auf irgendeinen Konten zu achten. Also das eigentlich schon die Tagesschau abends wahrscheinlich zu viel für die ist. Das ist halt das heutige normale Dasein auf YouTube. Ich würde es ja noch nicht mal so negativ irgendwie sagen, dass es irgendwie irgendwelche beschränkten Leute vielleicht sind oder sowas. Es ist einfach die Form des Mediums. Also genauso wie eine Zeitung dazu ausgelegt ist, dass ich schnell irgendwelche Artikel lese, im Vergleich zum Buch, wo ich vielleicht stundenlang irgendwas lese. Genauso ist YouTube eben was komplett anderes als irgendwie irgendein Arte, wo dann eben 90 Minuten laufen zum Thema, warum ist es am Rhein so schön? Ich glaube nicht, dass es, wenn ich da kurz ein Veto einlegen darf, ich glaube nicht, dass es auf, dass es mangelt an Aufmerksamkeit oder Geduld oder weiß nicht, sondern als ich mich noch als Schüler vor die Hausaufgaben gesetzt habe, da lief der Fernseher und ich habe nebenher gegessen und rumgesappt. Ich glaube, das war früher nicht anders als heute. Da war die Entscheidungsfrequenz, wie lange man ein Programm oder ein Content konsumiert, war halt einfach viel schneller, als wenn man älter ist. Ja, genau. Ich glaube, das hat sich bis heute nicht großartig verschnellert oder wurde nicht extremer. Also, und man kann da, finde ich, auch nicht sagen, die Kids von heute, die können das nicht oder die wollen das nicht. Nö, das ist einfach eine ganz normale, flotte Entscheidung. Gehe ich jetzt raus spielen oder zapp ich hier rum oder das geht zack, zack, zack. Ja, und viele benutzen es ja mittlerweile auch mobil und mobil sitzt du eben nicht 90 Minuten irgendwo und hast dann nach einer Quapcast-Folge dein Datenvolumen aufgebraucht, sondern du machst dann eben diese schnellen kleinen Sachen. Und es ist natürlich, erstmal abgesehen davon, dass wir uns hier, dass es natürlich super einfach ist, wenn man sich mit ein paar Leuten hinsetzt und einfach 90 Minuten redet, pointierte kurze Sachen sind natürlich was ganz anderes als pointierte 45 Minuten. Ne? Also wenn ich mir irgendwelche Comedy-Sendungen angucke, die eine halbe Stunde oder 55 Minuten sind, da steckt ja eine Manpower hinter, die hat der normale YouTuber ja eigentlich nicht. Ne? Ja, außerdem musst du ja bei dem ganzen, ich sag immer so schön, fucking Fame, musst du ja auch beachten, wenn du jetzt ich sag mal, über 500.000 Klicks hast, dann musst du ja auch, also du bist ja für die Fanschaft quasi gezwungen, in einer relativ schnellen Frequenz relativ aufwendigen Kram rauszugeben. Und sobald dir irgendwie was an der Qualität oder am Inhalt nicht wieder gelingt, weil auf Dauer ist es halt wirklich anstrengend und wird Arbeit, dann fangen die Leute aber auch wieder zu meckern an, weil es kostet ja nichts, soll aber möglichst so geil sein wie nur was. Mhm. Und ich sag mal, so Truppen wie die Gigajaner oder High Five, die müssen wirklich regelmäßig produzieren, die müssen ihren Produktionsplan öffentlich machen und die müssen wirklich arbeiten. Natürlich, klar. Also insofern ist das nicht so, dass die ganze Zeit nur vor irgendeiner Kamera rumlenzen und nebenher läuft die Monetarisierung zum Fenster rein, so ist es ja nicht. Du siehst aber ja auch, dass wenn du tatsächlich einmal irgendwie so eine große Community da hast, dass sie eben genau regelmäßig was haben wollen. Wenn dann tatsächlich mal, keine Ahnung, wenn du irgendwie, so wie wir gesagt haben, jeden Donnerstag kommt von uns ein Podcast und aus irgendwelchen Gründen schaffst es dann nicht und stellst ihn am Freitag rein oder vielleicht in einer Woche gar nicht, dann verlierst du natürlich erstmal einen Teil deiner Community bei YouTube. Hier bei uns sind dann wahrscheinlich noch hier so Menschen wie du und Wampe und sowas, die dann sagen, hey, wir sind loyal und bleiben mindestens noch eine Folge dabei und rufen sogar an, aber YouTube direkt den Abo-Knopf gedrückt und so anabonnieren, entabonnieren. Da bin ich tatsächlich sehr lahmarschig oder sehr treu, ich weiß nicht, sehr gemächlich auch mit dem Abonnieren. Es kommt selten vor, dass ich ein Video sehe und sage, oh, sofort ins Abonnement nehmen. Hm. Bei anderen ist es wahrscheinlich viel schnelllebiger. Aber das ist natürlich eine spannende Frage. Du hast gerade gesagt, du bist 36. Wie konsumierst du YouTube? Also ich stelle bei mir ja immer fest, dass also ich habe persönlich als mit Micha mit meinem privaten Konto, nicht mit dem Quop-Konto, habe ich überhaupt kein Abo. Weil, ich habe dich abonniert. Danke. Du bist ja aber auch nicht 36. Und aber ich abonniere auch hier. Siehst du, genau. Und mich hat es da bis jetzt überhaupt noch nicht so angesprochen. Ich weiß auch nicht, wie ich YouTube regelmäßig gucken sollte und würde, weil am Rechner, ist irgendwie, das ist, wenn mir irgendeiner einen Link schickt, gucke ich mit an, aber gezielt YouTube durchforsten nach irgendwelchen unterhaltsamen Sachen, mache ich nicht. Und
Ja, sag mal was. 36, wie nutzt du YouTube? Also ich drehe dann meinen Monitor auf die Rückseite und gucke dann von der Couch aus, weil ich quasi so mein Schreibtischeck habe und dann noch dahinter gelagert eine Couch und gucke das dann quasi wie Fernsehen, weil mich eben Fernsehen schon seit langem nicht mehr abholt. Ich habe auch, glaube ich, schon mehr als ein Jahr kein Fernsehen mehr geguckt, mit Ausnahme vielleicht einer Oscar-Verleihung. Für mich sind die Special Interest On-Demand-Geschichten, sei es Podcast oder eben Sachen wie Watch Ever oder so, viel, viel spannender, weil die kann ich andingsen, wann ich es möchte. Ja. Und wenn ich dann gerade mal, du kennst es selber, wenn man viel Arbeit hat, hat man so, weiß nicht, mal ist es ein Mittwoch, wo man viel Zeit hat und den nutzt man, oder dann am Wochenende. Und dann setze ich mich wirklich bewusst hin, gucke hin, was habe ich mir in eine später Ansehenliste gepackt oder was habe ich noch nicht gesehen. Zum Beispiel, was hat der Herr Niedram da neulich getwittert, was er mag. Und so habe ich relativ schnell 2,5 Stunden voll und das langt mir. Mhm. Und das ist dann für mich tatsächlich ein sehr, sehr guter Fernsehersatz, weil das, was mir YouTube vorschlägt, trifft auf mein Profil nicht zu, aber das, was ich mir raussuche, aus dem, was quasi aus dem Twitter, Facebook, aus dieser Blase, da kann man sich tatsächlich ziemlich viel Unterhaltung zusammensetzen und wie gesagt, das kostet halt gar nichts und ist inhaltlich immer ziemlich gut drauf. Jetzt hast du natürlich so ein bisschen ausweichend geantwortet oder ich habe nur zwischen den Zeilen mitbekommen, dass du sagst, YouTube selber, also so wie viele jüngere Leute YouTube nutzen, nutzt du eigentlich auch gar nicht so, oder? Naja, also ich meine, wenn es darum geht, dass ich in einem Spiel nicht weiterkomme, dann ist klar, Spielname Let's Play, aber so wirklich durchsuchen von YouTube, nee, ab und zu kommt es vor, ich habe so eine Schwäche für Achterbahn-Videos auf YouTube angucken, das ist ganz fatal, weil das geht dann nicht unter 3 Stunden, da komme ich tatsächlich in diese Versuchung, dass da die vorgeschlagenen Videos mich weitertragen, aber ich bleibe inhaltlich immer beim Thema, das ich quasi selber möchte. Mhm. Also nicht dieses Querbeet suchen, was gibt es in diesem großen Internet oder auf dieser großen Plattform. Fragen wir mal den jüngeren YouTuber. Wie nutzt du YouTube? Ich denke mal, mit Jüngeren meinst du jetzt mich. Natürlich. Ja, ich bin eigentlich so eine Art, ich bin der klassische Abo-Box-Camper. Also ich bin schon alleine dadurch, dass ich selber YouTube-Videos mache, relativ viel am Tag auf YouTube. Ich habe meine ganzen Stammkanäle und auch einiges an Zeug, wo ich denke, ja, da könnte was kommen, wie dein Privater zum Beispiel, einfach mal abonniert. Da kommt aber nichts. Ja, man ist ganz, also vorsichtshalber mal. Lass mal vorsichtshalber abonnieren. Und dann guckt man halt, wenn was ist. Also in der Regel laden die ja auch zu bestimmten Zeiten hoch. Gerade die größeren Let's Player haben ja ihre festen Upload-Pläne. Ja. Und dann weiß man ja, ja, um 17 Uhr kann ich was gucken. Dann wird das auch direkt um 17 Uhr geguckt. Und wenn dann nichts ist, ja, dann ist, muss man gucken, wie man die Zeit bis zum nächsten Upload überbrückt. Mhm. Also ich gucke halt ganz viel diese aktuellen Sachen, die halt gerade eben frisch hochgeladen sind. So, wenn das noch warm ist, so frisch vom Band nehmen. Und ältere Sachen gucke ich persönlich fast gar nicht oder sehr selten. Also gerade wenn ich mal einen neuen Kanal mal entdecke und so denke, ach ja, da ist ja interessant, hier ein Quop, da gibt es Podcasts, da kann man ja sich auch mal einen alten anhören. Gerade wenn man eine Stunde nichts zu tun hat. Aber ansonsten abonniere ich die und gucke auch nur das Neueste. Mhm. Die zeitliche Grenze, wie ist sie da bei dir? Weil ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei uns ist es ja tatsächlich eher so die Traffic-Verlegenheit und Speicherplatz-Verlegenheit, 90-Minuten-Podcast oder 90-Minuten-Video irgendwo hinzupacken. Das ist nicht YouTube-typisch. Die meisten Videos sind wahrscheinlich wirklich irgendwo zwischen 8 und 15 Minuten, die du anguckst, oder? Das kommt drauf an, was man gerade so hat. Also ich gucke viele News-Videos, die sind teilweise nur 2 Minuten lang, weil dann halt eine News nur rauskommt. Oder, aber ich gucke auch relativ viel Let's Plays, also da habe ich meine teilweise auch schon länger, ja. Ja, und so 15 bis 20 Minuten. Und halt gerade, wenn man irgendwie, ich zocke, ich habe momentan studienfreie Zeit, da habe ich den ganzen Tag nichts zu tun. Und dann zockt man halt und dann lässt man doch mal auch was viel Längeres nebenbei laufen. Also gibt es auch teilweise mal einen Videopodcast, den man sich anguckt, nebenbei noch. Also normalerweise dann halt meine zwei, drei Let's Play-Videos am Tag und ansonsten diese kleineren Infovideos und das ist es dann auch. Mhm. Also ich bin auch niemand, der das 1,5 Stunden oder halt wie jetzt hier, war das Wampe, warst du das? Ich hab den Namen nicht ganz im Kopf. Ja, also ich bin hier der böse Mann vom Dienst heute. Wie das mein Vorredner erzählt hatte, dass man sich halt 2,5 Stunden am Stück hinsetzt und nur YouTube guckt, das mache ich eigentlich auch nicht. Ich lasse das so nebenbei laufen, so wie Fernsehen. Mhm. Ich gucke auch noch Fernsehen, aber das läuft halt auch nur nebenbei. Während ich spiele oder... Ob man ein Mobile-Device zum Beispiel hat. Also wenn man unterwegs auf einem relativ guten Mini-Display ein YouTube-Video konsumieren kann, ich weiß nicht, in der Bahn oder im Bus oder sowas, ist das was ganz anderes, als wenn ich das zu Hause auf der Couch mache. Da ist ja YouTube tatsächlich sehr facettenreich. Mhm.
Ja, siehst du mal. Das heißt, wir müssen jetzt in Zukunft den Quapcast zusammenstreichen auf 8 Minuten, damit wir konkurrieren können mit den Größen dieser Welt. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht, ne? Oder man arbeitet personengerecht. Das heißt, man macht eine 8-Minuten-Variante und die 90 Minuten lädt man trotzdem hoch für die Leute, die das gucken wollen. Oder du hast halt nicht so jemand wie mich in Skype-Call. ich sag mal so, teils etablierte Formate, die auch wirklich ohne Probleme so kurz, sei es jetzt 8 Minuten oder noch weniger, für sich gesehen auch funktionieren, da ist ja auch das Konzept stimmig, ist ja alles okay. Was ich halt nur verwerflich finde, was natürlich von mir vorhin ein bisschen extrem übertrieben ausgedrückt wurde, dass das halt so als typisch, hast du eben ja selbst gesagt, Micha, das wird so angesehen als typisch YouTube und wird auch irgendwie von den meisten, so wirkt für mich, erwartet. Und alles, was nicht nach diesem Schema F ist, ist scheiße, irgendwie. Ja? Also, das wechselt bei mir natürlich auch. Also, ich bin jetzt auch keiner, der alles, muss jetzt alles mindestens 30 Minuten sein. Aber ich finde es schade, dass eigentlich, wenn ich Leute schon diskutieren höre, ja, sind 8 Minuten zu lang? Also, es kommt aufs Format an. Genau. Da fände ich es schade, wenn man jetzt nur um irgendeiner Regel zu entsprechen jetzt anfangen würde, echt hier. Ist auch definitiv ja nicht so gemeint gewesen. Also, als wir uns hier damals zusammengesetzt haben, gesagt haben, hier, wir wollen auch mal einen Podcast machen, da war für uns eigentlich okay, allein durch die Chance, dass wir eine Interaktion ermöglichen müssen, funktionieren 8 Minuten gar nicht. Wenn dieser Podcast hier oder diese Folge 8 Minuten lang gewesen wäre, dann hätte niemand angerufen und man hätte nur mein Stammeln gehört ganz am Anfang. So, wäre nichts passiert. Wenn man davon ausgehen will, dass man eben nicht nur einen Anrufer haben will, dann ist bei 8 Minuten auch schon schwierig, wenn der nicht eben nur sagen soll, ja, finde ich auch, tschüss, nächste. Deshalb war für uns schon mal irgendwie klar, wir wollen mindestens 45 Minuten haben, im Normalfall eher so 60 bis 90. Die 90 Minuten kamen dann irgendwann mal durch unsere Dr. Disch-Zeit, das war fest mit denen, was vereinbart hatten. Und manchmal würde ich auch gerne vorher schon abbrechen, weil die Themen einfach alle durch sind. Sind wir ja flexibel. Aber jetzt zu sagen, okay, wir streichen das hier zusammen, nur damit irgendwie mehr YouTube-Leute kommen, das wird ja gar nicht funktionieren. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Nicht jedes Format kann man in 8 Minuten machen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob vielleicht 8 Minuten guter Inhalt aus diesem Stammtischlabereien vielleicht reichen würden. Aber naja, es ist nicht das Konzept, dass dann zwischendurch eben auch mal Pausen sind oder dass dann wirklich eine 8 Minuten braucht, bis er dann mit sich selber gerungen hat, um sich hier einzuwählen und sowas. Ich hätte damals nachher endet dieses Zusammenschneiden dann irgendwie so wie bei der Microsoft-Konferenz, wo dann halt ein 30-Sekunden-Video genau rauskommt mit TV. Genau. Ich hätte dann noch so eine kleine Anregung. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Videopodcast oder wir haben ja, Berlin Nitram hat ja eine bebilderte Folge und wir haben irgendwann mal angefangen, diese erst sehr, wie soll ich sagen, unsympathischen Annotations, also Anmerkungen, die haben wir jetzt eingepflegt, damit im Prinzip nicht nur am Ende und am Anfang der Folge so ein zur nächsten Folge Knopf drin ist, sondern in der Vorschau, wo die Themen drin sind, haben wir solche Knöpfe drin, am Ende jedes Segments haben wir so einen Knopf drin, dass man quasi vorspulen kann und wir haben noch die Shownotes mit Timecodes drin, da muss man dann auch noch ein Anleitungsvideo machen, weil nicht jeder klickt auf weitere Informationen und guckt sich das an. Aber ich finde, wenn man jetzt so eine, sagen wir mal, Stunde, anderthalb hat und man pflegt so 3-4 Marke ein, die man damit ja benutzen kann, dann ist das doch kein Problem, oder? Also ich meine, da ist dann, finde ich, die Akzeptanz dieser vornehmlich jugendlichen Zielgruppe, da muss man dann auch sagen, ja gut, wenn das angeboten wird, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Da ist, glaube ich, auch eine große Hemmschwelle drin. Absolut, würde ich dir recht geben und da kommen wir aber wieder genau zu dem Knackpunkt, wenn mich denn YouTube in irgendeiner Form interessieren würde. Also eigentlich würde ich komplett alles, was Quap ist, über meinen eigenen Server abfrühstücken, wenn ich es denn mir leisten könnte vom Traffic und vom Speicherplatz. Und deshalb mache ich ja gar nichts Spezielles für YouTube. Ist vielleicht eine Überlegung wert, dass man da irgendwas macht, aber andererseits, für wen? Also momentan ist es so, dass die Leute, die über die Quap-Seite oder über irgendwelche Podcatcher sich entweder die Video- oder Audio-Folgen ziehen, deutlich größer als der Teil, der über YouTube. Das wird mehr, YouTube wird immer mehr, aber steht noch in keinem Verhältnis. Deshalb. Ich finde, das liegt auch an der Gewichtung. Also das, was wir jetzt eher mit YouTube besprochen haben, richtet sich ja an, also vornehmlich in dem Fahrwasser von Let's Playern oder Web-TV, wie ich es nenne. Und das, was du machst, das, was Berlin Nitram macht und andere Podcasts, ist ja wirklich Podcast, was man hört vorm Einschlafen oder wenn man gerade im Bus ist. Podcast wird sehr gerne vorm Einschlafen konsumiert.
Das ist, finde ich, fast schon eine Ehrung, wenn jemand sagt, ich höre euch vorm Pennen. Ich persönlich mache das nicht. Ich konzentriere mich auf die Casts, die ich mir dann anhöre, aber das darf ja jeder selber entscheiden. Aber ein Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute meistens auch nebenher was machen. Mhm. Und das als Begleitmedium nehmen. Und so ein Web-TV ist dann, auch wenn es nur 8 Minuten oder sowas ist, dann schon volle Konzentration. Ne? Mhm. Womit wir aber genau wieder beim Knackpunkt sind. Ne? Du hast auch gerade schon wieder gesagt, man macht es eigentlich primär nebenbei. Und das schneidet sich ja dann so ein bisschen mit unserem Anspruch, der hier macht mit, ne? Ja, nicht zwingend. Der Wampe war erst vorhin auf Toilette, während wir hier quatschen. Ja, aber der ist ja tatsächlich auch ein Multitalent, wie wir jetzt festgestellt haben. Der kann sputzen und kochen und auf Toilette gehen gleichzeitig, während der Quapcast läuft. Jetzt könnte ich natürlich sagen, das mache ich auch alles nebenbei. Ihr seht ja meine Hände nie so oft. Unterwegs koche ich irgendwas und zwischendurch habe ich ja noch Severins Campingtoilette hier stehen. Also das kann ich auch alles während des Podcasts, während ich moderiere. Aber nee, verstehe ich schon. Also ist aber wirklich ein Problem, oder? Dann wär natürlich eine Live-Übertragung von der Gamescom interessant, mit dem Studio und dem Setting. Aha. Ja, finde ich auch sehr super. Hier im Chat muss man auch tatsächlich nochmal lobend erwähnen, hier hat sich gerade jemand geoutet, dass er zur jüngeren Zielgruppe gehört und trotzdem den Quadcast guckt oder hört. So muss es sein. Vielen Dank, Chris. Ich bin begeistert. Ja, ich finde, dass diese Altersangaben oder diese Zielgruppen natürlich auch immer in grobe Masse treffen. Natürlich gibt es immer die sogenannten Ausreißer und die will man natürlich auch nicht beleidigen, wenn man so Verallgemeinerungen. Und man muss ja, glaube ich, auch immer wieder dazu sagen, wenn man von irgendwelchen YouTubern spricht, und damit meine ich jetzt in erster Linie nicht die Macher, sondern die Konsumenten, dann ist das ja auch nicht wirklich abfällig gemeint, sondern das ist halt eine andere Schicht. Genauso wie es Leute gibt, die den Musikantenstadel gucken, gibt es auch Leute, die YouTube benutzen. Und das meine ich komplett. Es gibt Menschen, die den Musikantenstadel gucken. Die gibt es tatsächlich, habe ich mir sagen lassen. Oh mein Gott. Nein, ich gehöre nicht dazu, um auch dieses Altthema jetzt mal aus der Welt zu schaffen, ja? Das hätte jetzt bestimmt der Chat gesagt. Von mir wäre also sowas nie gekommen. Also ich habe dieses Jahr sogar eingeschaltet als Heinhof. Nicht im Musikantenstall, sondern im, im Sonntaggarten. Ja? Im Sonntaggarten. Mhm. Nee, wie heißt das? Im Morgen. Ich weiß, was du meinst. Fernsehgarten oder so. Fernsehgarten, dankeschön. Heißt das überhaupt noch Fernsehgarten? Ich habe keine Ahnung, aber das, was da immer aus Mainz kommt. Ich meine, ist wohl irgendwie, meinte meine Mutter, ich war ja total perplex, hat meine Mutter das guckt, hat sie mir jetzt gesagt, ja, das ist irgendwie jede Woche woanders. Mhm. Also diese so Sender haben bei mir alles so einen Jugendschutz drin, damit man das, wenn man zu jung ist, nicht sieht. Das ist natürlich auch sehr schön, ja. Ja. Das YouTube-Thema möchte ich irgendwie nochmal jetzt zu einem Abschluss bringen. Ich finde es nach wie vor, also ich glaube, es passt einfach nicht zusammen, wenn man sowas macht, wie wir es machen. Also sprich, dass man mindestens eine Stunde lang irgendeinen Unfug labert, und dass man dann sagt, hey, ich möchte aber erfolgreicher YouTuber werden. Also ich glaube, das kann man gar nicht erst wollen oder sich als Ziel setzen, wenn man nicht wirklich viel Manpower und viel Geld hat. Also wenn man das wirklich aus eigenen Stücken macht, dann kann man sich nicht man kann sich natürlich schon als Ziel setzen, ich würde gerne, aber wenn es da nicht klappt, sollte man bitte nicht rumheulen, weil das gibt so viele Let's Player und so viele YouTuber, sich da noch großartig zu etablieren, ist wirklich kein einfaches Ding. Ja, sehe ich auch so. Ich hätte noch, vielleicht wollen wir mal so, ich hätte ein Kuriosum an Web-TV-Podcast, was jetzt nicht so neu ist, aber was ich auf YouTube entdeckt hatte und eigentlich irgendwie durch Zufall, und zwar die Petra Schmitz von der GameStar, die podcastet über ihr iPhone aus dem Auto während der Fahrt zum Büro. Und ich finde, das ist ja auch immer interessant. Ja, ich habe immer ein bisschen Sorge, dass sie irgendwann mal einen Unfall baut, aber sie kann es ja. Sie hat ja lange Jahre Taxi gefahren. Und also offensichtlich macht sie das schon ein bisschen routinierter. Und ich fand das erstmal sehr cool, weil Konzept einfach mal neu. Und sie macht es in Abständen, wie es bei ihr passt, wie die Themen reinkommen. Und das ist für mich so ein Webtipp. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben und nicht alles furchtbar spannend für den persönlichen Geschmack. Aber das finde ich eine coole, coole Nummer. Ich musste lachen, als du mir damals den Link geschickt hast dazu und ich es gesehen hatte, wo ich dann wieder sagte, scheiße, mal wieder eine Chance vertan. Ich habe, als ich damals regelmäßig nach Köln gependelt bin, hatte ich gedacht, hey, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, wenn man sich irgendwie so eine kleine Kamera da irgendwie vorne dran macht und reicht dann eine Webcam mit irgendeinem Mikrorechner irgendwie auf dem Beifahrersitz, der sofort Schrott wäre, wenn man einmal bremst im Stau und sowas. Egal, es nimmt mir alles in Kauf. Wollte ich dann irgendwann mal machen, hatte auch einen coolen Namen, wollte den Podcast A57 nennen, weil es eben die Autobahn ist, die ich dann immer lang gefahren bin. Und eine Woche später, als ich die Idee hatte, gab es dann irgendein Magazin auf dem WDR mit dem Namen A40,
wo ich dann schon mal dachte, scheiße, hat schon mal wieder einer die Idee gehabt. Und als du jetzt Jahre später mit eben diesem Podcast ankamst, dass jemand sich aus dem Auto gefilmt hat, habe ich auch gedacht, verdammt, warum hast du es nicht gemacht? Das ist immer so. Ich bin einer von diesen Menschen, die immer wieder alles verwerfen, was sie an kranken Ideen haben. Nicht, dass ich damit erfolgreich gewesen wäre oder sonst irgendwas, aber irgendwo in irgendeinem Winkel meines kranken Gehirns ist alles schon mal da gewesen. Ich traue mich nur nie, es zu machen. Ich bin so eine Wurst, ne? Das ist das Problem. Michael, ich glaube, die Idee, die werde ich aufgreifen für meinen Kanal. Und wenn wir dann schön mit meinen Kumpels vom Osten nach Köln zur Games Convention fahren. Das ist sehr, sehr cool. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Dann werde ich meinen Großmembraner aufstellen im Auto und ich werde aufnehmen die ganze Zeit. Die vollen, was weiß ich, 7 Stunden, die wir denn brauchen. Ja, sehr gut. Ich fühle da aber mit dir. Das dann als ein Video auf YouTube hochziehen. Genau. Weil genau diese Problematik habe ich selbst. Dieses, oh, du hattest mal eine kranke Idee und hättest jetzt mal Möglichkeit, was wahrscheinlich heute jeder Zweite über irgendeinen Kickstarter oder vergleichbares Portal machen könnte. Das ist schlimm. Also deswegen rate ich dir, wenn du nächstes Mal irgendeine, so bekloppt sie auch sein mag, eine Idee hast, mach es. Ja, nein, das ist ja nicht so, dass man sich dann immer nur irgendwie die Frage stellt, soll man wirklich machen? In den meisten Fällen, und das hat der gute Mann aus dem Schwabenländli ja schon gesagt, hat man ja einfach keine Zeit. Es ist ja tatsächlich so, ich merke ja, trotz allem, so Spaß mir das ja immer macht, die regelmäßigen Podcasts, also manchmal denke ich mir, oh, es wäre schöner, wenn du zwar regelmäßig welche machst, aber nicht zu einem festen Termin, dass man alles ein bisschen strecken kann. Also das ist echt nicht so einfach, immer alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist ja gerade auch schon mal als Thema hier gefallen, wenn man Sachen wirklich gut machen will, dann muss man da Arbeit reinstecken. Also sich einfach nur hinzusetzen, irgendwo auf Aufnahme zu drücken und total konzeptlos irgendwas loszulassen, das funktioniert nicht. Ich meine, das ist, jetzt kann auch wieder irgendjemand kommen und sagen, hahaha, du machst doch nichts anderes. Ja, aber A, bin ich auch nicht wirklich erfolgreich mit dem, was ich hier mache. Und B, steckt da aber schon eine ganze Menge Planung dahinter. Allein dieses Setup, das wir hier ursprünglich mal vor, ist auch schon wieder 2,5 Jahre her, aufgebaut haben, da ist ja tatsächlich schon irgendeine Überlegung bei, ne? Dass man das heute alles viel einfacher und simpler machen kann. Aber es ist erstmal eine Mühe gewesen, sowas zu, in Anführungszeichen, zu konzipieren und aufzubauen. Ne? Also, naja. Ja, die Welt lebt eben heute von Jump Cuts. Ja, ja, aber ich sag mal, das ist doch dann wie bei jedem anderen Hobby auch. Ich meine, wenn ich überlege, dass manche Ringtennis im Verein spielen beispielsweise, wird mir nie in den Sinn kommen. Aber da ist wahrscheinlich einfach so dieser Funken Leidenschaft noch dahinter. Ich sag mal, ob man das jetzt, ich sag mal, wenn du jetzt auf der Bühne stehst, machst Musik und es steht echt keiner vor der Bühne, dann denkst du, ja komm, trall ich mal gerade 2 Songs für mich und dann, na komm, gehen wir Bier trinken. Ne? Ja. Aber ich sag mal, solange in irgendeiner Form Resonanz da ist und das in irgendeiner, ja, zumindest angenommen wird, dann. Naja, wobei ja das ja echt immer so ein Punkt ist, ne? Also bei irgendwie, also ursprünglich ist ja tatsächlich auch mal bei damals wirklich in grauer Vorzeit die Idee gewesen, vielleicht kann man aus einem Podcast mehr machen, vielleicht kann man ihn monetarisieren und irgendwas groß draus machen. Hat aber nicht geklappt, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, was auch immer. Aber sobald man ja tatsächlich sowas irgendwie macht, da muss man ja schon irgendwie ein spezieller Typ sein und zu sagen, hey, ich freue mich über diese 300 bis 500 Views, die ich da jetzt auf YouTube habe und noch ein paar mehr auf direkten Downloads. Aber dann kommt ja bei vielen Leuten, die sagen, jetzt will ich aber mehr. Jetzt möchte ich der nächste Gronkh werden, der nächste High Five, das nächste Giga, das nächste was auch immer. Und das ist für viele ein Problem. Also ist ja nicht jeder so ein phlegmatischer Daddybär wie ich, der dann sagt, okay, ich mache jede Woche einen Podcast und wenn mich dann 3 Leute einschalten oder wenn ich dann irgendwie 2 Anrufe habe, ist ja okay, passt ja irgendwie alles. Nee, du siehst ja ständig auch bei irgendwelchen anderen Leuten, die sich unendliche Gedanken darüber machen, wie sie denn endlich, und jetzt kommt wieder dieses komische Wort, erfolgreich sein können. Aber was ist denn erfolgreich? DSDS. Nee, ja, entschuldige mal, aber im Endeffekt beschreibst du quasi auch die ganzen Kandidaten von DSDS zum Beispiel. ich sag mal, ich finde gerade deine eigene Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal, die ja recht nüchtern und in meinen Augen auch viel gesünder ist letztendlich, ist irgendwie auch der bessere Weg. Also das ist ja teilweise diese panische und krankhafte, was man teilweise, ich möchte ja nicht wieder alles pauschalisieren, mitbekommen kann, dass einige Leute meinen, oh, ich muss jetzt auf Teufel komm raus berühmt werden. Also ich bin froh, dass ich nicht berühmt bin, weil wenn ich in der Joggingbox am Sonntag zum Bäcker gehe, dann bin ich froh, dass mir keiner auf die Nerven fällt. Ich weiß nicht, warum immer alle so fucking famous sein müssen. Ich bin froh, dass ich einfach ganz normal zur Mülltonne rennen kann, ohne dass jemand gleich eine Kamera zückt. Geht mir auch so, ja. Um da vielleicht gerade auch in Richtung Severin ein schönes Songzitat zu nennen, you don't need money, don't take fame.
Danke. Danke, du meinst, das ist ein schönes Schlusswort jetzt an der Stelle. Ja, finde ich auch. Eigentlich reicht das auch dafür, dass ich eigentlich 20 Minuten lang dachte, hier passiert überhaupt nichts. Habt ihr mich dann doch noch bis fast 8:30 hier munter bespaßt. Vielen Dank. Darf ich noch grüßen? Nein. Können wir noch Shameless Self-Production machen? Ja, natürlich. Also der Reihe nach. Gehen wir vom Alter bis zum Jüngsten. Also... Ja, ich möchte den Nitram Forever grüßen, der hätte sich heute mit Sicherheit auch gemeldet, aber der hat leider seit gestern Backenzahn und das ist nicht so cool. Wird sich wahrscheinlich oder hoffentlich in der Woche ändern und aus dieser von dieser Warte alles Gute. Kann ich nur zustimmen. So. Das war's von mir schon. Herr Wambach, Sie sind dran. Ja, ich auch von mir gute Besserung in die Richtung. Ich grüße meine Mama. Na, ich habe meine Mama ganz doll lieb, deswegen. Das ist sehr gut, das haben viele Leute auch. Insofern passt das. Du hast meine Mama lieb? Okay. Natürlich. Ich sollte einfach nicht diese komischen Mütterwitze machen, die kommen bei mir irgendwie nicht so. Ja, ne, ich grüße einfach mal alle in die Welt und freue mich dann irgendwann, und dass ich keine Klagen ins Haus bekomme, weil ich so viel Dummlaber gemacht habe heute. Ja. Kommt unter den Kommentaren unter. Aber du bist ja kein bekannter YouTuber, deshalb wird das nicht so passieren. So. Yeah. Und jetzt unser Nesthäkchen auch noch. Der Einzige, der auf YouTube erfolgreich ist. Hallo? Na, ich habe mich nicht angesprochen. Ach so, okay. Nee, ich würde auch nochmal, wenn wir schon so schön beim Grüßen sind, Micha, dann grüße ich noch alle von deiner Community. Schön, dass ihr diesen Podcast am Laufen haltet. Drei Leute. Und wenn ihr mal Lust habt auf ein paar Let's Plays, schaut mal bei mir vorbei, Oliver3911 auf YouTube. Momentan gibt es Uncharted 3 und Journey. Also guckt mal vorbei, wenn ihr Bock habt, und das wär's von mir, ne? Sehr gut. Ich finde, das hast du schön genutzt, um ein bisschen Werbung zu machen. Und ich wette, ich habe gleich wieder einen Kommentar unter dem YouTube-Video. Erstmal, was ist das denn für ein Podcast? Und dann, warum ist der Typ? Aber diesmal konnte man dich ja nicht sehen. Und die Stimme hat wahrscheinlich niemand erkannt. Ich schreibe einfach Erster drunter. Auch sehr schön. Alles klar. Ich denke mal, das muss für heute reichen. Nächstes Mal haben wir dann, glaube ich, wieder einen klassischen Quapcast und mal gucken, was da abgeht. Ansonsten gerne Themenvorschläge auf allen bekannten Kanälen posten, was wir bei den Themen-Quapcast machen sollen. Und der Quapcast füttert sich quasi von alleine mit Spielen. Auch da regelmäßig einschalten. Also bis zur nächsten Woche. Ich danke allen Teilnehmern im Chat, im Livestream und an den zugeschalteten Funkhäusern, dass wir das heute doch noch geschafft haben. Vielen Dank! Ihr könnt Tschüss sagen. Wiedersehen. Tschüss.